Guten Tag. So, um das gleich mal aus dem Weg zu haben, das ist Daddys Aufnahme, das heißt, ich vom Sound her ist sie vollkommen okay, der hat es ein bisschen anders eingestellt von den Lautstärken, wunder dich nicht, und Daddy hat halt immer noch die Ping-Töne drin, wenn jemand was schreibt. Ne? So. Frag nicht, was meine Aufnahme, ach die, du. Was soll man sagen? Ich bin halt ziemlich dämlich. Des Weiteren, weil nach den NSC gefragt wurde, ich weiß nicht, wie relevant das jetzt noch zu dem Zeitpunkt ist. Die menschlichen sind vielleicht eher kurz beschreibenswert. Also die da am Anfang eher eine Rolle spielten. Weil ich gesagt habe, jeder braucht ein paar Freunde von denen. Ja, es gibt da jetzt einen Nachtrag in dem Google Drive-Ding. Der ist nicht sonderlich groß und der ist nicht sehr ausgefüllt. Ich habe auch diesmal nicht viel zu denen bekommen. Ich wollte auch gar nicht viel zu denen. Wenn jemand was wissen möchte, sagt mal Bescheid, was genau, weil ich da auch ein bisschen planlos bin, was ich da reinpacken soll und was nicht. Die werden sicherlich auch nicht alle, wenn überhaupt ein paar, häufig auftauchen. Aber mal gucken. Nicht? Genau. Und ansonsten, genau, ich wollte noch sagen, denkt dran, die Aufnahme ist ja jetzt sehr lang. Und da gehört ja noch der vorherige Teil hier mit den Schrottgnomen dazu. Das heißt, ich war am Ende da auch nicht mehr ganz dabei. Dennoch erwarte ich freudigst alle Beleidigungen, sofern sie wenigstens einigermaßen kreativ sind. In der letzten Folge als solches, ja, dem Vermieter war langweilig. Schlimm auch tatsächlich, also sehr. Und man ist aufgebrochen, um Leute mit Wasserbomben zu bewerfen. Denn man ist ja ein dreckiger Assi. Also David und Sophie sind mit ihm aufgebrochen und sind dann irgendwo eingestiegen in einem Abfackhaus. Und dann haben sie die Schrottgnome getroffen, beziehungsweise Sophie hat die Schrottgnome getroffen und auch, also eher die Schutt und die Schrottgnome. Und dann kam es zu den Versuchen, Frieden zu stiften, die am Ende auch gelungen sind, zumindest in ihren Träumen. Also durch Krieg. Wie man das halt so macht auch. Ja. Und weil das noch nicht genug Grund ist, seine eigene, oder offenbar noch nicht genug Grund für Sophie war, ihre eigene, ihren Geisteszustand eine Frage zu stellen, musste ich sie dann ja auch noch aufgrund ihrer schändlichen künstlerischen Aktivitäten vor der Polizei fliehen lassen und sie bei den Saalpinseln einkehren lassen, denn anders sieht es ja offenbar nicht. Man muss ja auch mal irgendwas machen, wo sie dann sich für ein bisschen dumm halten. Und ich denke, das ist mir gelungen. Viel Spaß und bleib geil. So. Da sind Sie wir wird wieder. erstmal sich pennen legen und alles, das passt. Jo. Was habt ihr denn so vor die nächste Zeit? Sophie wird eine Bilderserie erstellen, eine Serie von Zeichnungen auf ihr Blog über das, was da passiert ist. Das hilft immer, sowas zu verarbeiten. Okay. Ich werde mich durchaus mit unserem Vermieter kurz schließen und ne, so. Du gehst zu deinem Vermieter in den Garten. Jo. Du siehst die Schlange vom Wanst unter dem Gartentisch, an dem er gerade sitzt, rumliegen und er mit den Füßen auf dem Tisch zurückgelehnt mit einem Bierchen. Nein, mit einer Flasche Schnaps. Sehr gut. Goldkrone. Goldkrone, das richtig gute Zeug. Sehr gut. Das Beste. Natürlich, das kann man richtig schön sich reinschrauben. Einen sehr schönen Absturz gehabt. Ich kann davon keinen Absturz kriegen, weil es so lecker ist, dass ich davon immer nur so ein bisschen trinken kann. Ich war jung und war bereit, mich zu betrinken. Ich war jung, danach habe ich schon abgeschaltet. Sehr gut, du kommst zu ihm raus. Ja, moin, einen wunderschönen guten Tag. Ja, das ist ja mal, ich wünsche dir auch einen schönen Montag. Heute ist Montag. Ich hasse Montage. Ja, Montage sind Kacke. Also ich meine, egal was heute für ein Tag gewesen wäre, ich hätte gesagt, ich hasse. Ne? War dann gestern Sonntag? Offensichtlich.
Ja, das Endkunden, da hat sich was geändert. Keine Ahnung, Regeln ändern sich so häufig, sagst du? Das sind ja aber ganz neue Töne. Puh, keine Ahnung. Alter Schwede. Unsere Adventure Time war auf jeden Fall ziemlich gut. Ich habe davon richtig geil geträumt. Das ist doch schön. Er bietet dir die Flasche an. Ja, ich nehme den Herrn, weil es ist ja Mutter, kann man ja mal. Ne? Obwohl, nein, eigentlich. Molle in de Birne wie Regen in der Rinne. Ja, nee, muss ja nicht sein, warte. Ich bin noch ein bisschen gekatert von gestern. Willst du mich beleidigen? Nie. Dann trinkt er jetzt mal ihn. Alkohol am Morgen vertreibt zwar Kummer und Sorgen, ist aber nicht und Sorgen. Ist aber quasi auch gar nicht so gut, weil durchgehend betrunken sein. Was ist denn das für ein Sprichwort? Alkohol am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen reimt sich wenigstens. Ja, aber schon. Aber wir sind ja nicht auf einem Festival oder sowas. Wir können ja nicht. Ah, dann gib her. Ja, wenn du nicht damit anzufangen willst, dann gib wieder her. Ja. Yeah. Entschuldigung. Ist ja okay. Ne. Die Schrott und was war das? Schrott und Umme sind auf jeden Fall jetzt weint und also laut meinem Traum und herrschen über Halloween. Ja, aber shit, Alter. Jo, sie haben einfach alles niedergemerzelt, was ihnen widersprach. Tja, das fast so, wie ihr es euch überlegt hattet ja auch. Ich hatte ja damit nichts zu tun. Ja, völlig krank. Ach, Sophie erinnert sich an den selben Traum. Das ist komisch. Ist das so? Meinst du nicht auch? Also es ist irgendwie völlig abstrakt, völlig absurd, oder? Das ist tatsächlich nicht alltäglich. Oh ja. Aber hey, immerhin beherrscht du jetzt die Großstadt quasi. Was macht ihr? Naja, über unsere Schruttlinge beherrschen wir jetzt die Großstadt. Und wann wenden die sich gegen ihren Meister? Das hoffentlich niemals. Ich ganz ehrlich, ich habe da echt keinen Bock drauf. Die sind echt brutal. Das glaube ich dir gern. Die haben ja auch kein Herz. Oder hatte Sophie oder du ihnen ein Herz gegeben? Ich habe ihm einen Sterni-Deckel gegeben. Oh, wow. Also sind sie auch noch... Ja gut. Besoffen und kein Herz. Das wird gut. Ja, mit so einem Sterni-Deckel kommt man gleich viel weiter. Sag mal, kennst du Kamal? Flüchtig. Ja, sagt er, hat ja hier gewohnt. Ja. Aber zu der Zeit habe ich ja nicht gewohnt. Ah. Aber Herr Satt hat hier gewohnt. Ja. Aber Kamal war auch fast nie da. Also, von der ist eigentlich immer unterwegs. Ja, scheint ziemlich neugierig zu sein. Immer unterwegs, immer fahren. Naja, wenn du einmal so ein Taxi hast, kannst du es ja auch nicht stehen lassen. Offensichtlich. Die waren morgen beim Kaffee, zum Tee hier oben. Komischer Kauz. Sag mal, fischst du gerade irgendwie? Hm? Keine Ahnung. Du bringst so ein paar Punkte an und dann lehnst du dich immer zurück, machst den gespielten Gainer und lässt es dann auf sich beruhen und wartest, bis von mir was kommt? Ich wollte einfach nur Smalltalk halten. Mir ist nämlich quasi auch langweilig wie dir vorgestern. Oh Gott. Er gibt den Ohrfeiger. Besser? Bevor du mich jetzt nochmal haust, ja. Oh Gott sei Dank. Okay, das wird nicht lange anhalten. Wir könnten diesen Baum hier fällen. Nee, wir können auch einfach weiter quatschen, das passt schon.
Ich finde das eigentlich ganz interessant. Ach, so einfach geht das bei dir? Mhm. Und dann nennst du das Langeweile? Na gut. Dann lass uns weiter quatschen. Was willst du denn über Kamal wissen? Ja, keine Ahnung, der kommt mir irgendwie ein bisschen fishy vor. Hm. Ja, das würden einige bestimmt auch über ihn sagen, aber... Die Sache ist, vielleicht ist ja, wenn das zu einem Zehntel vielleicht begründet ist, ne? Dann sind das bestimmt mindestens noch 4/10 Vorurteil und dann haben wir immer noch die Hälfte. Aber da sind dann noch andere Sachen. Ich kann mich jetzt auch nicht um alles kümmern. Aber ne, Vorurteil und so ein Shit spielt immer eine Rolle. Und wenn dann mal irgendwas rumerzählt wird, dann wird das immer gleich 5-mal so dick und ach, du weißt ja, wie es ist. Klar, Gerüchte gehen halt, ne? Wie ein Lauffeuer. Ja, wenn er dir fishy vorkommt, weißt du was? Dann vertraust du. Du vertraust immer deinem Gefühl. Das ist immer das Richtige. So machst du das einfach. Wenn andere sagen, oi, 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 dann denkst du dir erstmal, ach, halt's Maul, was interessiert mich, was du sagst? Ja, so ungefähr halte ich das auch. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage mal jemanden, der vielleicht schon länger mit ihm zusammengewohnt hat. Er sagt, ja, wohnt hier und okay. Kann mir mein Gefühl bestätigen. Und Herrn Satt wollte ich damit nicht unbedingt belästigen, weil er schien nicht so gut auf ihn zu sprechen zu sein. Ist das so? Ja, dann, ne? Ja, als der Kamal mich nach Hause gebracht hat, Was bringt der dich denn nach Hause? Naja, weil er gerade zufälliger da war und, mich nach Hause gebracht hat. Ja, aber wieso, was war denn da los? Ich war mit dem Wanz den Vater besuchen. Wo ist die Kleine überhaupt? Wird nicht zu weit weg sein. Ich vermute mal ganz stark, dass sie in ihrem Zimmer hockt und guckt, dass Schlangi nichts passiert, aber Schlangi ist gerade noch ihr Gemüse. Okay, perfekt. Achso, und dann hat er dich aufgehalt. Mhm. Jo, bisschen ganz irritiert, die ganze Sache, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er mich dann nach Hause gebracht und sagte halt, dass er nicht reinkommen möchte, weil er hier irgendwie Stress hat. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Oder wie nennt er das so schön? Todesfehde. Ja, so eine Todesfehde, die kann man, das bringt Schwung auch ins Leben. Schon, nur warum sollte man eine Todesfehde begehen? Also, ist doch irgendwie, ne, man kann überall Schwung ins Leben bringt, oder weil der andere dir die Kirsche ausgespannt hat, oder weil du dem anderen einen Kerl ausgespannt hast, oder weil. Solche Sachen. Ich meine, wenn man sich gerade halt so fühlt, als wäre das so schlimm, was da passiert ist, dann ist so eine Todesfehde manchmal vielleicht ganz das Richtige. Ist das nicht ein bisschen drastisch, sag ich mal? Wieso, wenn es halt gerade so ist, wenn es passt? Ich meine, es bietet sich ja auch nicht immer an. Das heißt, man muss schon auch mal eine Gelegenheit nutzen, die man kriegt, ne? Um jemanden der Todesfehde auf den Kopf zu sagen, um dann immer Angst zu haben, dass der andere dich einfach umbringt. Ist doch ein bisschen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hast du mir nicht erzählt, wie er irgendwie irgendwelche Gnome dazu gebracht hat, alles andere zu zerpatschen? Ja, das war auch ziemlich kacke. Also eigentlich, mein bevorzugtes Endergebnis wäre ja gewesen, hätten wir einen Konglomerat aus verschiedenen Staaten, die dann zusammen eine Union bilden und aber kennst du die Engländer, ne? Die mögen keine Union. Ja. Na, immerhin haben sie sich gefreut, dass die Schlacht
wirklich sind. Naja, also so. Die Saalpinsel, die Saalpinsel. Was ist denn nochmal die Saalpinsel? Keine Ahnung, Sophie hat davon erzählt. Die war ja irgendwie heute Nacht bei denen untergekommen. Irgendwie was von wegen, dass die sind dafür zuständig, den Herbst zu malen oder so. Aber dürft sie gerade nicht. Ach, keine Ahnung. Kennst du ihre wilden Geschichten? Irgendein komischer Graf hat das irgendwie komisch verhindert, dass die Saalpinsel, du weißt schon, malen. Weil es ja immer Sommer gibt. Ja. Ja, immer nur Sommer ist auch kacke, oder? Da mische ich mich schon nicht mehr ein. Ich bin zu alt dafür. Ich bin raus. Du bist zu alt dafür, du bist raus, okay. Gestern, weißt du ich hab's direkt bereut, als ich versucht habe, mich da einzumischen in dieser ganzen Schrott- und Schutzscheiße. Am Ende haben sich jetzt alle ausgelöscht. Ich hätte einfach die Fresse halten müssen. Die große Nation hält noch zusammen, also die eine große Nation, die es jetzt gibt. Ja, toll, aber es kommt immer noch Kacke dabei raus und ich bin... Du bist quasi im Herbst deines Lebens, Alters. Alter, ich bin weit darüber hinaus, Mann. Also schon im Winter, oder? Aber dann bist du ja schon nicht mehr im Sommer, lieber. Ich bin schon weit darüber hinaus, Mann. Ist das nicht schon ein Statement? Ich grinse ihn an. Ich meine was anderes. Ich bin schon kalt. Also Winter. Nee, das Scheiße, Frühling. Das funktioniert also auch nicht. Okay, das Gespräch funktioniert so nicht. Du nimmst jetzt 2x4 Jahreszeiten, okay? So. Die einen zirkulieren im Idealfall. Aber die haben wir jetzt gerade im Sommer angehalten, weil man dumme Dreckchen, er haut sich mitten ins Gesicht mit der Faust. Weil das so ist. Weil das beschlossen ist. Mit dem anderen meine ich aber, quasi der Frühling des Lebens, da bist du ein Kind und im Sommer, da bist du dann Jugend und wo du hier bis paar 20, wo du richtig kräftig und geil bist. Und im Herbst, da bist du schon ein bisschen gesetzter und im Winter, da geht's schon langsam auf den endgültigen Verfall zu, ja? Das sind zwei da müssen wir jetzt über verschiedene Jahreszeiten reden. Und ich meine jetzt das zweite mit, ich bin weit über den Winter hinaus. Oha, so alt siehst du noch gar nicht aus. Wenn du mich mal richtig siehst, Junge. Ich sehe dich auch gerade richtig, das Licht ist gut, also. Ja, na klar. Ich meine so ohne Maske. Was für eine Maske? Man trägt doch sein ganzes Leben eine Maske, oder nicht? Das ist hart philosophisch, aber möglich. Na, siehste. Wenn du mich ohne die siehst, dann denkst du dir, Alter, der ist einfach schon weit drüber hinaus. Ah. Nee, ich glaube, ich bin noch fit. Ich muss nur ein bisschen an dich selber glauben. Das lieb von dir. Willst du jetzt einen Schluck? Bevor ich das Ding leere. Na, dann zeig ja, mach leer das Ding. Das ist, ich sehe ja schon fast Boden, das kann doch nicht mehr weit sein. Eben. Ist immer so gefährlich mit dem Klaren. Sieht man immer so schnell im Boden, aber. Ja, zum Glück ist deswegen. Und zum Glück ist das hier schön braun. Sehr gut. Das schmeckt wie früher. Ach, ja. Alles irgendwie irritieren in letzter Zeit. David. Allem Anschein nach wird es für dich nie wieder weniger kompliziert. Es wird nur noch komplizierter. Aber du musst es sehen wie... Wie Sophie und sagen, scheiß was drauf, wenn es kompliziert wird, dadurch ergibt das auch nicht viel mehr Sinn.
Kannst du auch machen. Aber nur weil es komplizierter ist, muss es ja deswegen nicht schöner sein. Ich meine, komplizierte Sachen sind ja auch verwirrend und interessant und vielschichtig, während, weißt du, wenn du alles so eindimensional siehst, dann hast du ja alles gesehen, wenn du einmal kurz hingeguckt hast. Deswegen ist die Welt ja groß. Man kann dann sehr viel immer einmal sehen. Und deine Welt vergrößert sich jetzt jeden Tag vermutlich um ein Vielfaches. Ist das nicht toll? Naja, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Also, wenn ich aus Versehen ganze Völker auslösche, nur weil ich irgendwas einem Geistesgespinst nachgehe und sage, ja, warum nicht? Und ein bisschen Spaß haben, ein bisschen dumpf mich hinlabern und plötzlich sind ganze Nationen weg, wäre eigentlich doof. Man macht immer Fehler, die man bereut. Aber ich meine, wenn du keine Fehler machst, dann liegst du da und dir ist langweilig. Das stimmt allerdings. Dann spürst du einfach, wie deine ganze Essenz aus deinem Körper rausdampft. Und du da verendest. Und du nur noch 5 Meter vorm Fernseher weg bist, weißt du wie? 5 Meter vom Fernseher, ich habe ja zum Glück keinen. Fernseher geht mir auf den Sack. Deswegen hast du ja keinen. Aber du weißt, was ich meine, du bist 5 Meter davon entfernt oder 5 Minuten, noch 5 Minuten Langeweile und du suchst dir einen Fernseher, das meine ich. Oha, naja, das Problem habe ich zum Glück nicht. Das kann ich dir nur wünschen. Aber apropos Fernseher, hast du die Nachrichten gesehen? Was soll mich da interessieren? Naja, es gab so eine ganz witzige Aktion hier in Halle. Deswegen dachte ich. Na dann, sei mal meine Nachrichten. Naja, also, wenn du. Wir haben doch ja bald Wahlen und. Habt ihr das ja? Ja, wir alle. Wann denn? 24. 10. 9. Bei uns sind die übrigens am 29. Ich habe den alten Kalender genommen. Den ist ja okay. Kalender. Shit. Das sind die am 29. 9. Ah ja, das ist ja interessant. So, na, da sind Wahlen. Das ist ja immer ganz, da weiß man ja nie, was rauskommt. Junge, 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 ist das immer spannend. Genau, ja, und das ist ein junger Künstler, sagen wir es mal so, kam wohl auf die Idee, wir peppen das Ganze ein bisschen auf und hat dann das hier da gemalt, anstatt die Wahlplakate genommen. Ich zeige ihm halt ein Bild von der Kunst. Schick. Ich muss sagen, die Schwimmringe sind ziemlich gut. Mhm. Ich muss sagen, also die Kommentare auf den ganzen Seiten sind auch alle ziemlich, die feiern das gerade schon ein bisschen, also jedenfalls teilweise. Da, guck mal, da. Dreckiger, linksversiffter Volksverräter. Ja, das ist doch mal was. Das gibt's ja häufiger hier noch, nicht wahr? Naja. Man tut, was man kann. Aber man hat halt zu viel zu tun. Das ist richtig. Die Leute geben sich halt auf. Und manchmal denke ich mir, ach, weißt du, was will ich denn dagegen sagen? Ich bin auch nur, so. Doch, ja, bist nicht so. Ein bisschen ein kreativer Kopf. Ja. Aber über den Winter hinaus. Ja. Nee, das ist auch real. So alt bist du doch nicht. Ja, ja, ja. Wolltest du mir eigentlich indirekt damit nahelegen, dass das ein Künstler ist, den man kennen könnte, ja? Das habe ich so nie gesagt. Ich würde nie jemanden verraten, den wir vielleicht kennen. Ich meine, ich unterstütze kein Verbrechen, aber ich bin nur mal ein Unterstützer der Kunst. Was soll ich jetzt machen? Ist quasi eine moralische Zwickmühle, also mache ich am besten einfach ja nichts, da kann mir nichts passieren. Genau, und wenn du gar nicht darüber weißt, dass du diesen Künstler vielleicht kennst, dann kannst du ihn auch nicht verraten, weißt du? So ist es.
Das ist halt ganz wichtig, dass man alles abstreiten kann. Immer. Ja, also nur von dem Fall, dass man jemanden kennt, den man natürlich jetzt nicht kennt. Ja, aber so ganz so tot wäre ich noch nicht. Ich glaube, da hätte ich noch genug in mir, um zu sagen, klar kenne ich den, aber ihr könnt mich mal kreuzweise, ihr dummen Ficker. Leckt mich, nischt sage ich, nischten. Genau, nieder mit der Obrigkeit, oder wie war das? Naja, zum Beispiel. Obrigkeit, jetzt nehme ich den Spruch, den Kamal gesetzt hat, auch schon wieder. Der hat ja auch die ganze Zeit von der Obrigkeit gefaselt. Ist ein schönes Wort. Nein, das zeigt so direkt immer gleich an, wo du bist. Am Bodensatz, genau. Naja, man hat das Adelsgemurkse ja nicht umsonst mal abgewählt, ne? Ist das so? Ja, schön mit Guillotine, ne? Damals in Frankreich, top. Ja, in Frankreich. Aber die Sache ist doch die. Was wählten ihr am 29.? Wir. Wählst doch auch, oder nicht? Oder bist du so ein Nichtwähler? Ich hab doch gesagt, ich halte mich raus. Was wählst du da? Du wählst Volksvertreter. Hast du dir mal einen Bundestag angeguckt? Das sind nur Anwälte. Nur Anwälte. Irgendwelche Wirtschaftslappen und irgendwelche Oligarchen. Und ja, na klar, Alter, wir haben die Obrigkeit abgewählt und wir haben sie eingetauscht gegen die allgegenwärtige Obrigkeit des Kapitalismus unter Gier. Ist mir doch alles scheißegal. Kannst du wählen, was du willst. Ja, aber jetzt darfst du wählen. Vorher hast du halt nur den gekriegt. Ja, du kannst jetzt wählen und egal was du wählst, die Leute werden sich immer irgendwie vermischen und was passiert dann? Na genau, guck mal, ich kann links wählen und ich kann rechts wählen und ich kann alles in der Mitte wählen, aber ist egal, weil das ist ja zweidimensional quasi, das heißt, ich kann nie das abwählen, was über dem Ganzen steht. Und das ist die Gnade. Guck mal, wenn ich jetzt sage, hier, die Grünen haben plötzlich 40% und die machen das alles, dann werden die sagen, ja, wir würden ja echt gerne was ein bisschen hier für dieses Zeug da tun, diese Tiere und diese Pflanzen oder wie die nur heißen. Und hier so einen vegetarischen Tag, ich weiß, da wird's Volk aufschreien. Und dann werden sie sagen, wir würden das echt gerne machen, aber wir sind leider gezwungen wegen Europa und so einem Zeug und wegen der deutschen Wirtschaft, die ist ja auch recht heilig, habe ich gehört. Da müssen wir ein paar kleine Einschnitte machen. Also wir schützen die Umwelt, wir bauen aber erstmal eine Autobahn, okay? Und dann müssten wir aber vielleicht Atomkraftwerke wieder anknipsen und zwei neue bauen. Denn, naja, das funktioniert alles nicht ganz so, wie wir uns das gedacht haben. Aber es wäre dann der Wille des Volkes, dass das passiert. So im Grunde nee, jedenfalls. Es ist eben nicht der Wille des Volkes. Naja, schon, jedenfalls so ein bisschen. Und Hartz IV war der Wille des Volkes, oder wie verstehe ich dich jetzt? War eine sehr populäre Maßnahme damals. Und da haben wir ja damals extra, haben wir doch daher diese Sozialdemokraten gewählt. Und die haben uns ja dann den Willen des Volkes, also quasi dann, ne? Das ergab ja Sinn. Wie du sagst, das ist so schön. Ne? Fehler machen das Leben interessant. Ja, dann mach den Fehler und geh wählen. Klar, wenn ich das, wenn du findest, dass es interessant wird. Das Problem ist ja, dass man in der Aristokratie, die ja vorher vorherrschte, gar nicht mitreden durfte. Jetzt kann man jedenfalls sagen, so, ja, wir wollen jetzt lieber, wenn wir die Autobahn sowieso kriegen, was wir ja nicht verhindern können, wenigstens, dass auf den Mulch geachtet wird. Oder wer hat man grün? Shit, oder? Du willst also sagen, entweder man sagt mir, halt's Maul, du hast nichts zu sagen, oder, oh, wir hören dir zu und wir werden etwas sehr nicht Signifikantes für dich beachten, damit du denkst, man würde dir zuhören. Das ist ja viel besser. Naja, ich hab also die Wahl, mich erniedrigen oder mich belügen zu lassen. Ja, das, man kann halt Einfluss nehmen. Es ist zwar nicht der größte Einfluss und das wollte man natürlich ändern, aber... Ach du, weißt du, David, ich weiß, du... Ja, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir hätten jetzt hier so einen Grafen rumlaufen und der beschließt einfach irgendeine Scheiße, die uns allen nicht passt, dann sind wir am Arsch, wir können nichts sagen. Und was ist, wenn das Staat- und Landesparlament was beschließt, was du nicht magst? Was machst du dann?
Ja, aber dann war ja der Nachbar und der andere Nachbar, die haben das ja gewählt. Das war das Parlament. Ja, aber die haben doch nicht ihre Aktionen bestimmt, oder nicht? Wie gesagt, du kannst ja gern sowas wie Sozialdemokraten wählen, die dir dann Verordnungen an Hals bauen, die allen Arbeitern und so sehr schaden. Hier, Teilarbeit. Das ist geil. Ja, das haben ja auch nicht nur dich, die, also. Ja, aber die waren mit den Grünen an der Macht. Willst du noch linker wählen? Und was kommt dann raus? Noch härtere Sachen? Ich meine, das ist alles Quatsch. David, ich weiß, du hast Angst, dass irgendwie die Rechten hier an die Macht kommen. Das will ich doch auch nicht. Ich gehe nicht wählen, aber ich mache mal irgendwo ein Kreuz, wo nicht Nazis und AfD steht. Und das reicht mir dann auch. Der Rest ist mir Wurst. Das würfel ich meistens aus. Würfel sind übrigens in der Wahlkabine, ist gern gesehen. Das ist ja schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und zu mir also, kannst du mich auch nicht bringen, David. Nee, ich muss es nämlich noch saufen gehen. Das ist easy. Das ist ja, also man kann aber trotzdem dann die Mehrheit der Bevölkerung kann halt mitsprechen und sagen, ja, aber wir wollen jetzt doch lieber landwirtschaftliche Subventionen als, als, ne? Als eine Autobahn quasi, weil es bringt uns eh nichts weiter. Du bist putzig. Ich mag dich, David, aber in dem Punkt werden wir uns einfach zu hart widersprechen und ich bin gerade nicht in der Stimmung dafür. Außerdem... Es ging mir auch eigentlich weniger um die politische Meinung von... Ne, also, aber Demokratie ist halt einfach besser als ein Adelsdings. Ist das halt eine Diktatur, dann... Ne? Scheiße, so die Regeln, der Typ an der Macht macht einfach, was er will. Das ist ja ein beschissen. Es kommt die Zeit, wo du erkennst, dass du dich gegen die Fehler der Demokratie ebenso wenig wehren kannst wie gegen eine Aristokratie. Und sie kommt bald. Und dann rate ich dir nur eins. Beleidige nicht den Grafen. So, ich gehe jetzt auf, mein Junge. Wird Zeit. Wer ist denn der Graf? Du wirst ihn kennenlernen. Bald. Den habe ich aber nicht gewählt, dann hoffentlich. Der hat dich gewählt. Das reicht doch. Cool. Habe ich noch was zu sagen? Ja, hast du. Soll ich dir sagen, was du zu sagen hast? Wahrscheinlich dann ein Jahr her oder so. Du hast zu sagen? Ja, Eure Exzellenz. Ich werde euren Wünschen gerecht werden und ich danke euch für euer gerechtes Urteil. Vergiss die Verbeugung nicht. Herr, ist was für lächerliche Ritter. Du stehst einem Grafen gegenüber, da sagt man Eure Exzellenz. Okay, und das ist wichtig. Keine Ahnung. Was sag ich denn zu einem König dann? Eure Königlichkeit oder was? Oh ja, warte, da muss ich auch mal ein bisschen nachdenken. So ganz sicher bin ich mir bei der ganzen tollen Sache auch nicht. Eure Hoheit oder aber Majestät, das geht auch. Ah ja. Er guckt jetzt nach oben zum Fenster, wo er Sophie sitzt. Oh shit. Ach, sie ist wieder wach. Noch so eine. Ja, pass auf, nicht der ganze Adel schlecht. Das sollst du dir auch schon mal merken. Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Es gibt auch welche. Die sind fast annehmbar. Und ist ja auch nicht so, als könnte sich der Adel das aussuchen. Du wirst ja auch reingeboren. Und dann bist du es halt einfach, weißt du? Du kannst sie ja nicht beurteilen, nachdem... wo sie reingeboren sind, sondern du bist, wer du bist, das kann ja auch keiner vorschreiben, und guck dir immer erstmal die anderen an. So, ne, gerade wo du mit Sophie zusammen wohnst und so weiter. Achso, Kamal sagte, sie irgendwie auch irgendwie eine etwas. Ach, keine Ahnung. Ski? Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Pisser? Keine Ahnung, er sagte nur irgendwer, dass sie das wäre. Keine Ahnung. Das ist aber auch schon recht frech, muss ich sagen. Das geht ja, schon ein bisschen weit. Ja, sagt er über euch auch. Was sagt ihr denn nochmal? Dass ihr irgendwie freche Mitbewohner seid.
Dass ihr das nicht gesagt hättet. Keine Ahnung, was der damit meinte. Ja, offenbar haben wir da unterschiedliche... Der ist ein bisschen fishy. Ja, wir haben da offenbar sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Dinge. Aber... ja. Jo, aber hey. Was weiß ich denn? Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Und es ist alles, wie gesagt, alles seltsam. Ich sollte echt aufhören zu kippen. Was soll denn das bringen? Wenn du bekifft bist, kannst du seltsame Sachen wenigstens noch entspannter tragen und sie denken, naja, weißt du was, gib mir lieber noch einen Keks. Wenn du nicht bekifft bist, ist es ja viel schlimmer. Ja, wenn du nicht die ganze Zeit nicht bekifft bist, dann... Ach, das hilft da nicht. Erzähl mir doch keine Scheiße. Das hilft nicht. Nüchternheit hat wirklich noch keinem im Leben weitergeholfen. Das kann ich dir sagen. Jedenfalls keinen, den ich kenne. Ja, schon beim Autofahren ist das schon ganz hilfreich, glaube ich. Ja, vollständige Nüchternheit hat auch da noch keinem geholfen. Ist auch real, ich wollte jetzt saufen gehen, wo wir gerade dabei sind. Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir auch was. Ja, ich bleib noch ein bisschen im Garten sitzen und denk mir einfach nur, WTF, die haben alle überwachen. Aber okay. Du hörst, Entschuldigung. Für die ganze Welt so. Während du da sitzt und er jetzt weg ist und er nicht mehr labert, hörst du ein schnurpsendes, matschendes Geräusch. Von wo? Vom unterm Tisch. Ich schau mal dann unterm Tisch. Ja, da ist Schlangi, das Plüschtier, das sich jetzt langsam zu dir umdreht mit seinen rosa bescheuerten Backen und seinem gutmütigen Gesichtsausdruck und einen Apfel zerkaut. Alles klar. Weniger Kipp. Ja, ich setze mich wieder ganz normal gerade hin, so irgendwas hat zu viel in den Tee getan, das ist okay. Gut. Wie sieht denn das aus, David? Wie neugierig bist du denn bezüglich dieses Kellers? Oh! Lass es mich doch einfach würfeln. Wahrscheinlich doch mehr, aber ich habe gerade sehr viel erfahren, also das ist von daher... Sag mal, Entschlossenheit hast du nicht gerade viel, ha? Huh? Warte, Entschlossenheit. Also du hast keinen Erfolg bei dieser Probe, sag ich mal. Ich sag mal, der Keller ist schon sehr verlockend. Er ist verboten und du bist ein neugieriger Mensch. Der ist verboten? Euch wurde untersagt, in den Keller zu gehen. Da ist auch ein Schild. Oh. Dann muss ich da wohl bald eine Exkursion zu machen. Demnächst. Erstmal muss ich über das Gesagte nachdenken. Gut. Hat Sophie in den nächsten Tagen noch was vor? Nee. Die ist gerade auch ein bisschen geflasht. Die zieht sich sogar ein kleines bisschen zurück in den nächsten Tagen. Die ist zwar auch mal draußen und auch unterwegs, aber so richtig gesellig ist sie nicht. Also die hat keine schlechte Laune oder sowas. Die ist einfach nur grüblerisch. Gut. Dann wird sie quasi... Geht auch nochmal irgendwann zu diesem Baum zurück. Entschuldige.
Ich denke, das, was David vorhat, wird vorher vielleicht passieren. Kann sein. Na, ja, sagen wir einfach, das passiert, nachdem sie vom Baum wieder ist. Na gut. Also, du gehst zu dem Baum zurück und du willst ihn willst du nur zu dem Baum zurückgehen? Nee. Was möchtest du denn da tun? Irgendwie das, was sie jetzt, sie hat ihre, hat ihren Block auch mit. Sie zeichnet das, sie will aber auch irgendwie eigentlich nochmal diesen Weg nachverfolgen, den sie da gegangen ist. Sie möchte wissen, was da passiert ist. Sie ist irgendwie, es ist ja völlig strange und völlig komisch. Und sie will für sich selbst wissen, dass, also sie will eigentlich für sich irgendwie wissen, dass sie nicht total verrückt ist. Sie sucht jetzt diese Stelle tagsüber. Du hast einen ziemlich heftigen Wurf. Na gut, pass auf. Du suchst die Stelle. Es wird nicht ganz leicht sein zu finden. Aber irgendwann wirst du etwas finden, das aussieht wie ein Wühlmausloch und sich dann aber entpuppt als Rutsche. In dem Moment, wo du das findest, wirst du explodieren, und zwar in einer Welle aus Licht, güldener, silbriger und Regenbogen aller Farben der Natur. Vollständig deine Maske der Menschlichkeit fallen lassen, und es tut mir leid. Du kannst dich erstmal vielleicht kurz vollständig beschreiben. Warte, ich muss meine eigenen Notizen dingsen. Das war ja selber. Wunderschön, ja. Genau. Dieses. Diese Frau, der sie hat, ihre Größe hat sie ungefähr beibehalten. Die war ja an sich schon recht groß. Also was heißt recht groß, aber definitiv über 1,70. Ich glaube so 1,75 oder sowas war die. Die Haare sind auch immer noch schwarz, haben aber jetzt so ein ganz, ganz tiefes Schwarz mit so einem leichten bläulichen Schimmer halt. Also dieses ganz, ganz dunkle Schwarz, das ist so leicht, ihr wisst, was ich meine. Die Gestalt hat sich nicht so richtig verändert. Ein bisschen, also die Figur so ist aber eigentlich fast genauso. Die Wangenknochen werden vermutlich ein bisschen betonter sein und die Nase ein bisschen schmaler, edlere Gesichtszüge quasi. Ja, genau. Also die Gesichtszüge werden einfach etwas edler irgendwie. Und alles wird etwas ebenmäßiger. Genauso wie die Haut irgendwie, die ja an sich schon recht hell war immer. Aber einfach diese natürlichen Unebenmäßigkeiten oder Unreinheiten, die menschliche Haut einfach immer hat, wird einfach weggehen. Dann trägt sie ein sehr luftiges, weißes Kleid. Ja, ein Kleid. Ungewöhnlich, sonst, naja gut, im Sommer hat sie auch schon mal Kleider an, aber eigentlich ist sie auch so ein praktischer, veranlagter Typ. Manchmal. Egal, wo ist die Kuss? Nichtsdestoweniger, genau, sie trägt immer noch diesen Reif, diesen Stirnreif, diese Tiara. Und, also die silbrig schimmert, aber es ist jetzt ein anderes Silber. Es ist kein normales, angelaufenes Silber, sondern eher so ein Mondlicht-Silber. Und vorne an der Stirn hat sie halt, wie gesagt, dieser eine einzelne, es sieht so ein bisschen aus wie eine gefrorene Träne. Und sie hat keine Schuhe an. Das wollte ich gerade noch fragen. Deine genau, Haut ist bedeckt mit Tattoos einer Schriftfarbe, kannst du dir gleich aussuchen, die du nicht entziffern kannst. Und das wird sich vermutlich um deinen ganzen Körper rumziehen. Die Farbe ist es kommt drauf an. Also im Sonnenlicht ist diese Farbe schwarz. Wenn sie im Schatten steht oder wenn es dunkler wird im Zwielicht, scheint diese Farbe so ein bisschen im Licht von Mond und Sternen. Also so wirkt es. Okay.
Diffuse Erinnerungsfetzen an Zeiten, die du nicht erlebt haben kannst, werden an dir vorbeiziehen, aber sie sind nicht fassbar in keinster Form. Eine Gestalt, die kleiner als David ist, aber ihm fucking ähnlich sieht, ist auf jeden Fall öfter da, aber auch er ist nicht wirklich greifbar. Drei andere Personen müssen ebenfalls eine extrem große Rolle in deiner Vergangenheit und deiner sehr, sehr fernen Vergangenheit gespielt haben. Des Weiteren, was noch zu erwähnen ist, du explodierst in diesem Licht. So, die Welt um dich herum, man könnte sagen, nein, sie erwacht nicht, sie war schon immer da, aber du bist quasi jetzt erwacht. Nicht weit von dir ist ein Pärchen, das da irgendwie gerade spazieren geht auf der anderen Seite, die kurz zu dir rüber gucken, aber keine Notiz von irgendwas zu nehmen scheinen, was da gerade passiert ist. Ich weiß, dass das dir nicht wirklich hilft bei der Frage, ob du wahnsinnig bist, aber was kann ich dafür? Ja. Ich glaube, dieses Pärchen nimmt sie gar nicht so richtig wahr. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, denn sie wird jetzt laufen, und zwar schnell. Wohin? Irgendwohin, an einen Ort, wo sie sicher sein kann, dass sie erstmal niemand sieht. Okay. Oh, die alte Brennerei. Müsste dort ziemlich in der Nähe sein. Dann dahin. Okay. Ist auch ein altes Abfuckgebäude, aber es war halt mal eine Brennerei. Ja, daran bist du auf jeden Fall sicher. Du hättest auch dann müssen wir jetzt dahin. Bitte? Sind da Schrott und Dort sind Leichen. Unendlich viele Leichen von Schrott und Schutt genommen. Sie verblassen auch schon langsam. Das heißt, sie werden A, verblassen, also etwas farbloser werden, und sie strahlen eine unnatürliche Art von Kälte aus. Nicht kalt wie kalt, sondern Kälte wie endgültige Auslöschung, und sie, manche sind schon halb aufgelöst. Allerdings, wenn du reinkommst, werden sie nach und nach wieder etwas an Farbe und Substanz gewinnen. Deswegen sind sie allerdings immer noch tot. Ja, Sophie bleibt am Rande dieses Leichenwaldes stehen oder dieser Leichenberge. Und irgendwie sieht sie ein kleines bisschen... Irgendwie, es kommt dir gerade so vor wie die Seite der Geschichte, die so unendlich tragisch ist, die selten beschrieben wird in all diesen Geschichten der großen Schlachten und epischen Kämpfe, die da sind, die immer nur irgendwie beschrieben werden am Ende, wenn der große Triumph kommt, aber all die Gefallenen, die hinter sich gelassen werden, gerade mit einem Halbsatz erwähnt werden. Und das ist gerade irgendwie die andere Seite dieser Geschichte, die ihr bewusst wird. Die Verwundeten haben schon vor langer Zeit aufgehört zu stöhnen und zu schreien. Aber offenbar ist die Siegermacht auch nochmal durch alle Reihen durch und hat jedem einen Gnadenstoß durchs Herz quasi gebracht. Auch die Seite vergisst man ja häufig. Was dazu führt, dass sie jetzt auch abrupt wieder umdreht und da wieder rausläuft, denn das will sie gerade nicht sehen. Wenn du da rauskommst, du entsinnst dich vielleicht, ist ja direkt da eine Platte, eine Wohnplatte. Das heißt, da werden Leute auf dem Balkon sitzen, und wenn du da aus dem Zaun rauskletterst, werden die einen Blick auf dich werfen. Die ältere Frau wird ein bisschen den Kopf schütteln, aber keiner der beiden scheint dich für das zu sehen, was du bist. Dann läuft sie jetzt nach Hause. Irgendwie, weil sie versteht die Situation gerade nicht. Das ist echt. Sie versteht überhaupt nichts mehr.
Auf dem Weg werden sich einige Gestalten vor dir verneigen. Und ein paar Leute werden dir jetzt die Aufmerksamkeit schenken, die angebracht wäre. Und ein kleiner blonder, blauäugiger, wirklich wie Michel aussehender Junge wird den Mund aufreißen und an dir vorbeigehen. Boah! Sophie zuckt ein bisschen zusammen, als sie das hört. Bleibt auch kurz stehen und schaut zu dem Jungen. Aber nur kurz. Schaut dann halt nochmal auf ihre Hände und geht dann weiter. In welchen Gebäuden kommst du vorbei? Du nimmst den Weg. Okay, du kommst durch die Barfüßerstraße. Ja, die heißt wirklich so. Das ist eine kleine Gasse in der Nähe von den ganzen Uni-Verwaltungsgebäuden, der man jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt meistens. Erwähnenswert ist natürlich, dass es da tatsächlich ein Fußpflegestudio gibt. Und du gehst ja jetzt da barfuß durch. Das heißt, wenn du da in der Mitte der Straße bist, dann wird sich zwischen den Häusern ein neues ausdehnen. Auf dem steht Pub Barfüßerstraße. Es ist ein älteres Gebäude. Rote Backsteine wurden dafür verwendet. Die oberen Läden sind schon mit Holz verschlagen. Die unteren sind grünlich, auch schon ein bisschen abgeblättert, aber immer noch recht einladend. Das Schild sieht aus, als würde schon eine Weile hängen, aber wird noch recht gut gepflegt. Und drinnen, es ist noch mitten am Tag, du bist mitten am Tag dahin, ne? Drinnen scheint noch nicht allzu viel los zu sein, aber es ist schon geöffnet. Ja, sie steht davor und starrt da drauf, weil sie das noch nie gesehen hat vorher. Es hat sich auch aufgefalten zwischen den Häusern. Das macht's noch viel besser. Das passt gerade irgendwie in die, irgendwas stimmt nicht mit mir, es höre ich Stimmen, dann passiert das alles und irgendwie eine gewisse Toleranz und ja, aber das ist gerade echt zu viel. Ich muss ganz kurz was notieren. Aber du kannst ja vielleicht zwischendurch erstmal kurz erzählen, was du machen willst. Sie steht erstmal und guckt. Tastet ihre Kleidung kurz ab, stellt aber ja fest, sie trägt ja dieses komische Kleid. Irgendwas, sie hat kein Handy mehr und nix. Und dann geht sie da rein. Sie hofft auf ein Telefon. Sehr gut. Okay. Du gehst rein. Im Laden. Ja, okay. Also, hinter der Bar steht ein Mann mit einem, ich sag's mal so, es ist die Art Ziegenbart, die man dem Bösewicht in einem Cartoon gibt. Er ist auch schwarz gefärbt offenbar, aber man weiß ja nie. Er trägt eine Weste und nichts drunter. Sie ist schwarz und aus hier Leder. Des Weiteren, zum Glück steht er in der Bar übrigens, hat er aber nach hinten gebogene Hörner. Ihm gegenüber am Tresen sitzt euer Vermieter. Jetzt ist da nur Folgendes. Also auch der hat Hörner. Die sind beide übrigens auch gut behaart. Und Ziegenbeine. Die beiden haben es, also zumindest dein Vermieter hat es nicht für notwendig befunden, sich offenbar Hosen anzuziehen, der kleine Schlingel. Trägt aber ein T-Shirt, wie sich das hier hört. Dein Vermieter, im Gegensatz zu dem anderen, das halbe Horn, das eine Horn, das von ihm aus linke, ist wie gläsern, halb aufgelöst und von dieser Kälte der Vernichtung ergriffen. Des Weiteren sind ganze Haarbüschel ihm ausgefallen an manchen Stellen des Körpers und drumherum wachsen nur noch spärlich graue Haare. Er sieht aus, als wäre er ziemlich über den Winter seines Lebens hinaus. Die beiden drehen sich um, wenn du reinkommst. Ihnen klappt erstmal fröhlich die Kinnlade runter. Der Barkeeper selbst verneigt sich und dein Vermieter springt auf. Oh,
Machst du uns mal zwei Schnäpse, bitte, ja? Ich brauch dich nicht zu fragen, ob du irgendwie... Du bist gelaufen, oder? Was? Setz dich erstmal hin. Sie setzt sich hin. Sie ist gerade froh, dass ihr jemand sagt, was sie tun soll. Jetzt nimmt sie diesen Schnaps und rein damit. Das macht sie ohne zu widersprechen. Das kennt man nicht von ihr, aber sie macht das ohne zu widersprechen. Zum Wohl des Brauers. Schmeckt lecker übrigens. Schmeckt nicht wirklich nach Schnaps. Aber man fühlt eher, als dass man schmeckt, dass da viel Alkohol drin ist. Okay. Irgendwelche Kräutermischungen sind das wohl. Willkommen, Sophie. Willkommen in deinem zweiten Leben. Also, das ist ein bisschen, das ist ein dummer Spruch, den man häufig sagt. Man könnte auch sagen, x-tes Leben, aber naja. Bitte verzichte jetzt auf dumme Sprüche, bitte. Ja, entschuldige. Einmal einfach nur in deinem Leben. Also, du sitzt bequem, das ist ja schon mal das Wichtigste. Können wir das Hinterzimmer benutzen? Ich nehme mir das hier mal mit. Komm mit. Sie folgt ihm. Ja, kommt in ein kleines Separé. Mit zwei Ohrensesseln. Und er lässt sich reinplumpsen. Sie setzt sich hin. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Ja, das sagst du jetzt. Und das ist auch so. Oh, bis jetzt hat noch niemand versucht, mich aufzuspießen, aufzufressen oder mich mit Fackeln und Forken durch die Straßen zu jagen. Also glaube ich dir das erstmal. Aber, Deine Verpuppung ist abgeschlossen und du kannst jetzt frohen Meine Mutes... Was? Deine Verpuppung. Das Wort hast du schon mal in den Mund genommen, glaube ich. Ich erinnere mich, aber irgendwie nur komisch in einem Gespräch nebenbei. Ja. Ja. Ich kann meine Fresse auch nicht wirklich halten, ist aber auch nicht so wichtig an der Stelle. Okay. Ich möchte mich so kurz wie möglich fassen, denn David wird bald folgen, aber es ist alles wahr, was du gehört hast. Die Wunder der Welt sind real und die Schrecknisse der Welt sind real. Die Geschichten sind anders verlaufen, als man denkt. Rotkäppchen hat den bösen Wolf gefressen. Und die Großmutter. Und den Jäger. Aber Rotkäppchen gab es. Und Rotkäppchen gibt es. Die Verniedlichungsform ist auch völlig unangebracht. Drachen. Vampire. Sprechende Bücher. Typen, deren Nase wächst, wenn sie lügen. Was ziemlich arme Schweine sind, wäre es nur ihr Penis gewesen. All das ist wahr und du bist ein Teil davon. Und das ist gut so. Zweitens, und das ist das Zweitwichtigste für dich, keine Sau wird das erstmal merken. Du hast's gemerkt. Ja, wenn du bist was anderes. Wenn du mich erblickst, dann wirst du sagen, ah ja, da gibt's Sinn. Ja. Ja. Außerdem hätte ich es am Anfang nicht gemerkt, wenn der Herr Satt mich nicht darauf hingewiesen hätte. Ah. Das erklärt die Stöckelschuhe, sagt sie mit einem etwas verwirrten Blick auf seine Hufe. Ja. Okay. 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 Ihr gießt euch beiden noch einen Schnaps ein. Ich wollte nicht danach fragen. Also. Ich bin der Meinung, du solltest jetzt in den Keller gehen.
Hier? Den Keller kannst du auch gehen, außer ein paar leckeren Weinfässern und so einem Kram. Nein, ich meine den Hauskeller. Und ich bin der Meinung, du solltest das sofort machen. Na, wenn du möchtest, werde ich dich nach Hause begleiten. In den Keller werde ich nicht mitkommen können. Das ist so eine individuelle Sache auch. Nichts, was sich dort erwartet, soll dir Schaden zufügen. Nichts, was sich dort erwartet, soll dich erschrecken. Auch dort ist alles gut. Aber ich glaube, das ist ein erster guter Schritt. Okay. Ja, klar. Wir nehmen die Flasche aber besser mit. Für den Weg, du weißt schon. Ja, Fußpilz und so. Ja, ich bin hergekommen, um zu saufen. Also ich meine... Und wer bin ich, dich davon abzuhalten? Ach, als ob du nicht zwischendurch auch nochmal einen Schnaps gebrauchen könntest. Ich nehme an, ein Glas ist dir jetzt lieber. Hä? Jetzt, Sophie, ich habe dich kennengelernt als die, die du bist. Und auch wenn es dir widerstreben wird, mit dem gemeinen Pöbel aus einer Flasche zu trinken, ist es okay für mich. Und man kann nicht immer was gegen seine Neigungen machen. Ich will kein verdammtes Glas. Was soll ich denn damit machen? Ich habe vorher mit dir aus einer Flasche getrunken. Was soll ich das denn jetzt nicht machen? Bist du bekloppt? Du machst einen sehr, 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 sehr glücklichen Satyr aus mir, Alter. Das war ja einfach. Ja, ich geht würde schnell. Mich trotzdem, ist aber schon wieder vorbei. Ich würde mich trotzdem echt freuen, wenn du mitkommst. Selbstverständlich, aber in den Keller kann ich nicht mitkommen. Nein, aber zumindest nach Hause. Ich wage zu bezweifeln, dass ich jetzt... Ich bin, glaube ich, schon 5 Umwege gelaufen. Bist du wahnsinnig? Ich werde doch nicht diese Schnapsflasche nur dir in die Hand drücken und dich dann gehen lassen. So viel Geld habe ich gar nicht dabei. Los geht's. Okay. Nächste Woche, selbe Zeit oder irgendwann anders. Aber dann werde ich dich unter den Tisch bringen. Tschö. Der Mann hinter der Bar wird dir einen interessierten Blick hinterherwerfen. Dann nochmal zum Abschied winken. Ja, Sophie hebt nur so beiläufig die Hand, irgendwie verwirrt, wie sie ist. Und folgt Roland. Jo, ihr werdet nicht Bahn fahren. Von dort ist es noch ein Weilchen. Ihr werdet über den Uniplatz gehen, wo die zwei goldenen Löwen auf ihren Podesten sich strecken und rekeln und mit dem Schwanz peitschen vorm Löwengebäude. Ja, ja, Sophie wird instinktiv zurückweichen. What the fuck? Die machen nix. Das ist das Ding mit Löwen. Das sind eitle Tiere. Ich, warte, bleib mal genau hier stehen, ja? Schön die Flasche festhalten. Ja, geht auf die Löwen zu. Ihr seht wirklich, wirklich gut aus heute. Ich muss sagen, euer Gold glänzt in dieser leichten Nachmittagssonne ganz besonders. Sie werden schnurren und den Kopf senken und der krault sie am hier, wie heißt das, an der Mähne. Sophie wird langsam näher kommen. Sehen sie nicht vorzüglich aus? Das sind die schönsten Löwen, die ich bisher gesehen habe. Edle Geschöpfe, wirklich. Guck dir diese Flanken an, wirklich. Auch der Jagd, sie könnten jede Gazelle reißen, wenn sie nur wollten. Allerdings macht sie das blutig und das... Oh, Entschuldigung, so meinte ich das nicht. Wir gehen weiter. Sophie folgt ihm. Sie wirft nochmal einen Blick zurück auf die Löwen. Die werden sich jetzt wieder langsam niederlegen in die Position, die du eigentlich von ihnen gewöhnt bist. Okay. Als Statuen, meine ich. Ja. Ja, ihr geht dann weiter auf euer Haus zu, da passiert erstmal nicht viel. Denke ich. Und dann ankommen. Im Hause selbst hast du ja diese geschnitzte Holzfratze unten direkt. Mhm. Ihr kommt rein.
Die Holzfratze sieht dich an. Schuhe abtreten und die Tür nicht knallen. What the hell? Das ist der Hauswart. Ah. Du kannst ihn übrigens ignorieren. Ich habe ihm schon vor langer Zeit erklärt, dass sich hier niemand die Füße abtritt und wir die Tür so oft knallen, wie wir wollen. Okay. Okay. Wird er mit dir Richtung Kellertreppe gehen? Sie nimmt die Flasche, setzt irgendwie nochmal an, nimmt einen großen Schluck aus dieser Flasche und drückt sie Roland wieder in die Hand. Sehr gut. Ach so, du brauchst deinen Schlüssel. Hä? Ja, das ist eine Tür, du brauchst deinen Schlüssel. Wo ist mein verdammter Schlüssel? Ja, wo hast du denn deinen verdammten Schlüssel? Keine Ahnung. Hat dieses Kleid denn keine Taschen? Nein. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ich vermute, dann wird er jetzt in deinem Zimmer sein. Er wird in deinem Zimmer sein. Er wird in deinem Zimmer sein, dort, wo du ihn immer liegen hast, wenn du zu Hause bist. Genau dort. Da bringt er mir ja echt viel, wenn ich rein will. Die Sache ist etwas anders als sonst, okay? Das wird auch in Zukunft sich ändern. Aber du musst verstehen, dass heute ein besonderer Tag für dich ist oder an diesem besonderen Tag dein Scheißschlüssel gerade dort ist, wo du ihn nicht brauchst. Ich hab dich gebeten, mindestens heute mal keine dummen Sprüche zu bringen, du Arsch! Ja, aber du hältst dich an irgendeinem Scheiß auf. Ja, weil ich in eine scheiß Wohnung will und keinen Schlüssel hab. Weil mein Schlüssel in meiner Wohnung liegt. Ach so, der Teil stört dich. Ja klar, ach so, na, du brauchst keinen Schlüssel mehr für deine Wohnung. Ah, sag das doch gleich, da hätte ich mich nicht aufregen müssen. Ja, den Teil hatte ich vergessen, ich vergesse das immer, ja. So ist es, wenn man alt wird. Entschuldige bitte, kommt nicht allzu oft vor. Dass du alt wirst? Genau. Auch das, nur einmal. Hm. Und jetzt schleicht die. Sie schüttelt nur mit dem Kopf und geht die Treppe hoch. Ja. Ist David da? Deli? Ach, verdammt, ich muss drücken. Verdammt, war schon am Erklären. Nein! Wo ist er denn? Ja, steht mit dem Rücken zu ihr. Vor ihm zwei Taschenlampen, ein Seil, man braucht immer ein Seil. Ein Rucksack und halt so Dinge, die man halt so braucht, wenn man eine Höhle erkundet. Ganz wichtig. Und wenn sie reinkommt, sagt er auch so, gut, dass du da bist, wir müssen jetzt wieder. Du siehst sie, wie sie sich sieht. Nein, ich sehe sie noch nicht, ich bin nur mit dem Rücken zu ihr. Ach so, wenn sie reinkommt, drehst du dich noch nicht um, gut. Genau. Gut, dass du da bist, wir müssen in den Keller. Ja, stimmt, aber ich muss erst meinen Schlüssel holen. Ach, du hast einen Schlüsselproblem? Gut, dann muss ich das nicht knacken. Ja, klar, habe ich nicht. Jetzt drehe ich mich um. Holy fuck. Hi. Schickes Kleid. Was zum Teufel ist los mit ihr? Keine Ahnung. Ich bin jetzt ein Schmetterling. Okay. Keine Ahnung. Frag Roland, der steht unten. Ja, ist aber schlecht. Der hat mir doch verboten, reinzugehen in den Keller. Nee, der steht nicht im Keller, der steht unten im Flur. Er stand neben dem Keller. Also neben der Kellertreppe. Das heißt, ich kann nicht in den Keller einbrechen. Komm einfach mit.
Keine Ahnung, frag mich nicht. Wenn du irgendwelche Antworten willst, frag ihn. Diskutier das bitte mit ihm aus. Diskutier das jetzt bitte nicht mit mir aus. Ich kann dir gerade keine Fragen beantworten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Und chill mal. Nein! Du siehst... Hast du Tattoos an ihm? Keine Ahnung. Dir geht's aber sonst gut. Ich atme, mein Herz schlägt noch und ich sehe mich, Dinge und die Welt und irgendwie... Also, was hast du uns heute Morgen in den Tee getan? Ich hab uns nichts in den verdammten, verfickten Scheiß-Tee getan. Ich gehe jetzt meinen Schlüssel holen. Sie gehen dann nicht vorbei in ihr Zimmer. Müsste ja nicht in der Tür sein? Nee. Wie bist du denn hier reingekommen? Die Tür ist abgeschlossen. Ich brauche jetzt keinen Schlüssel mehr für die Wohnung. Das hat Roland gesagt. Frag ihn. Okay. Und du willst jetzt in den Keller oder was? Ja, sagt sie, während sie in ihrem Zimmer ist und an die Stelle geht, wo sonst immer ihr Schlüssel ist. Also wahrscheinlich irgendwo auf ihrem Schreibtisch oder so. Ja, da ist er ja auch. Okay. Dann greift sie ihren Schlüssel. Er schnurrt. Sie lässt ihn fallen, erschrocken. Scheiße. Er fiepst. Was? Alles gut? Nee. Ein Schlüssel ist eine Katze. Katzen fiepsen nicht. Stimmt. Aber die Schlüssel schnurren auch nicht. Touché. Sagst du. Nein, dein Schlüssel ist ein Schlüssel. Hier, ich heb ihn auf und gebe ihn dir. Der Schlüssel schnurrte. Ja, bestimmt tut er das. Tut er? Okay. Warum hast du da ein... Was zum Teufel, warum schnurrt dein Schlüssel? Weiß ich nicht. Frag den frag Roland. Ohne Scheiß, das ist... Das ergibt alles so viel weniger. Ja, David, ich habe Pilze in den Tee getan. Fühlst du dich jetzt besser? In der Tat, das solltest du bitte nochmal tun. Warum haben wir dieselbe Halluzination? Weiß ich nicht. Weil ich so ein einnehmendes Wesen habe. Sie hebt ihren Schlüssel auf und geht zur Wohnungstür und geht jetzt raus. Nein, warte mal kurz. Okay. Sein Unglaube schmerzt. Okay, dann guckt sie ihn einfach nur an. Halt einfach deine verfickte Fresse. Geh in dein scheiß Zimmer, geh pennen, mach irgendwas anderes, aber lass mich in Ruhe und sie geht runter. Klar. Ich schaue ihr hinterher. Bin einfach zu neugierig gerade. Das funktioniert nicht. Ich laufe hinterher. Ja, folg mir. Mhm. Ich nehme die Ausrüstung mit, die wir brauchen, um K-Pack für die Taschenlampe etc. Sehr gut. Schade, dass du keine Grubenlampen hast, aber ja, ist auch nicht so schlimm. Richtig. Ja, Sophie wird zuerst unten ankommen. Sie ist ja auch zuerst losgegangen. Klug. So, da bist du ja. Ja. Und jetzt muss ich die Tür aufschließen, oder was? Ja. Bleib so lange, wie du willst. Wenn du irgendwann, ne, ich bin da. Du kommst einfach und dann gucken wir, wie es weitergeht. Wenn mich da unten irgendwas auffressen? Nein, nichts, was da ist, schadet dir. Okay. Ach, David kommt übrigens gleich, der hat da noch was mit dir auszudiskutieren. Ah, ja, geh schnell durch die Tür. Er springt in seine Wohnungstür und macht sie zu. Sophie geht in den Keller. Ja, du schließt die Tür auf mit deinem Schlüssel. Da ist ein neuer Schlüssel dran.
den du bisher noch nicht bemerkt hattest, den du auch vorher nicht hattest. Und der Keller an sich, wenn du die Tür wieder hinter, egal ob du die Tür hinter dir schließt oder nicht, sie wird zugehen, ist höchst unspannend. Es ist ein Betonstufen. Da unten hast du einen Betonboden und dann hast du da, lass mich kurz überlegen, 5 Türen. Eine Tür hat das Zeichen einer in Flammen stehenden Panflöte. Eine hat eine Spinne. Eine hat eine mit Blut benetzte Totenschädelfratze. Eine hat eine Hummel und eine hat 3 Blätter und 3 Früchte. Hier, du weißt schon, Zeug wie heißt. Stechpalme. Das nämlich. Okay, das kennt sie von ihrem Schlüsselanhänger. Dann nimmt sie die Tür. Okay, du betrittst einen Raum. Er ist ungefähr 100 Quadratmeter groß. Was ist in diesem Raum? Hä? Es ist dein Raum. Ich hab keine Ahnung. Okay, also als erstes ist da vermutlich ein gefrorener Wasserfall mit einer dahinterliegenden Höhle. Ach, das meinst du? Ja, was meine ich? Es ist dein Raum. Was weiß ich, was da drin ist? Nee, genau. Okay, dann ist es der schneebedeckte Wald mit dem riesengroßen Wasserfall. Mhm. Der Schnee liegt relativ tief. Der gesamte Fluss ist gefroren. Man merkt eigentlich, nein, eigentlich ist es hier echt still. Das ist diese typische Stille, wenn du irgendwo bist, wo, wenn es Winter ist und Schnee liegt und dieser Schnee die ganzen Geräusche irgendwie einsaugt, außer mal einem Knacken der Bäume unter der Schneelast. Und dann ist da ein Wasserfall. Würdest du konform gehen mit einer sanften, aber erstickenden Stille? Ja, das ist diese Winterstille. Okay. Der Mond steht am Himmel, er ist voll und klar. Schnee und Eis glitzern sanft im Mondlicht. Was ist in der Höhle hinter dem Wasserfall? Wie wär's? Ich gebe dir Zeit zu überlegen und mach mit David weiter? Ja. Sehr gut. David, du kommst nur wenige Momente hinter ihr unten an. Ich meine, du wirst gleich hinter ihr her, aber sie ist schon unten. Mhm. Es ist wahrscheinlich niemand mehr im Flur, richtig? So ist es. Ja, dann nur. Ich nehme die. Mach die Tür zum Keller auf. Womit denn? Naja, sie hat das aufgeschlossen, hat sie gesagt. Also versuche ich jetzt die Klinge runter zurück und zu ziehen. Ist zu. Ich klopf mal an. Sophie, bist du schon da? Ich bin nicht Sophie. Sondern? Ich bin die Tür. Schön, dich kennenzulernen, Tür. Ich schätze es nicht, wenn man gegen meinen Stock klopft. Oh, ich dachte, Herr Sophie würde mich hören. Dann dadurch. Ja, alle ignorieren immer die Tür und fragen sich, du, was dahinter ist und wer dahinter ist. Ja, niemand verschwendet einen Gedanken an uns. Man kann uns knallen, man muss uns nicht ölen, der Schlüssel wird in unser Schloss gerammt. Ihr seid mir welche. Wenn es zieht, dann wird man uns nicht vorsichtshalber schließen, sondern zuknallen lassen. Wenn du es so sagst, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich hoffe, du behandelst uns in Zukunft mit etwas mehr Würde und Anstand. Das verdient ihr auf jeden Fall, ja? Ja. Ist Sophie hier gerade durchgekommen, weißt du das? Vielleicht. Und warum sollte ich dir das sagen?
Naja, weil ich kann entweder dich fragen oder ich kann halt versuchen, durch dich durchzureden, aber das wäre unhöflich. Die wird dich doch sowieso nicht hören. Also ist sie nicht im Keller. Oder ich bin dick. Du machst für mich eigentlich einen ganz soliden Eindruck, aber nicht... Wieso bist du so gemein zu mir? Ich sagte solide, nicht dick. Solide, solide. So nennt man die Türen, die so ausstehen, als würden sie etwas aushalten und beim kleinsten Einschlag einer Axt in sich zusammenfallen. Oh nee, das meinte ich nicht. Ich bin dick und mächtig. Okay. Das kann man halt von außen nicht so wirklich beurteilen. Also wenn du dich öffnest, dann kann ich das ja angucken. Ja, da hast du eigentlich nicht Unrecht. Soll ich es dir zeigen, wie dick ich bin? Das wäre total nett. Würdest du mir kurz helfen und deinen Schlüssel in mich reinstecken? In mein Schloss? Ich ziehe meinen Wohnungsschlüssel. Ich habe nur den hier. Aber das ist nicht der Schlüssel für mein Schloss. Hm. Muss ich denn alles selber machen? Naja, wenn du dich für mich öffnen könntest. Nun. Es ist sehr anstrengend, sich einfach so zu öffnen. Ohne Schlüssel. Das kann ich verstehen, aber du bist eine starke Tür. Aber was bekommt... Ich bin stark, aber meine Scharniere sind eher Mittelmaß. Was bekomme ich dafür? Die sehen auch so ein bisschen vertrocknet aus, da hast du recht. Die müssen mal wieder vernünftig geölt werden. Oh ja, oh ja. Zum Beispiel. Ich bin sicher, ich finde in einer Werkstatt oder so einiges an Öl. Das kann ich da bestimmt darauf träufeln. Und was bekomme ich noch dafür? Also ich weiß nicht, wie denn die Rückseite deiner Tür aussieht, aber diese hier, nimm das jetzt nicht böse. Du hast ein bisschen gelitten, kann das sein? Du müsstest eigentlich mal wieder eine vernünftige Politur kriegen. Ja, Politur. Ich müsste auch abgeschliffen werden, vor allen Dingen an den Kanten. Okay. Machen wir das so. Ja, die Klinke, die könnte geputzt werden. Also eine komplette Überholung. Ein vernünftiges Schönheitspaket für dich. Und ich wäre ganz vor Gott damit einverstanden. Dann machen wir das so. Ich brauche noch eine Sekunde, ja. Nach wenigen Momenten wird sich die Tür schwer ächzend öffnen. Du siehst... ein paar Betonstufen und einen dunklen Kellerraum. Ja, ich begutachte aber erstmal die Dicke der Tür und werde sie loben. Also sie ist mindestens daumendick, Junge. Ja. Das ist schon sehr dick und kräftig. Ja, nicht wahr, nicht wahr. Dann streiche ich hier quasi auf der anderen Seite, auf der Rückseite so. Ja. Da müssen wir noch was tun. Ich guck mal kurz in den Keller und dann komme ich gleich wieder hoch. Ja, sehr gern, sehr gern. Ja, dann gehe ich da durch. Wenn du die erste Betonstufe betrittst, wirst du übrigens im Lichte exploden, wie man sagt. Du wirst etwas schrumpfen. Du bemerkst, wie dir einige Haare oberhalb der Augenbrauen sprießen. Deine Finger fühlen sich an, als wären sie von einem starken Kribbeln durchzogen und so gelenkig wie noch nie. Kleidung. Hast du was? Das ist natürlich ein, ich bin ja Handwerker, dementsprechend. Ja. Eine
vernünftige Handwerkshose. Mhm. Aus Leder oder aus irgendeinem Stoff? Starkes Leinen ist das. Mhm. Okay. Hat viele Taschen und ja, das ist halt so eine Art Blaumann, nur halt in zwei Teilen quasi. Also wirklich so ein vernünftiger Arbeitsklamotten sind das. Mhm. Okay, und vermutlich noch irgendwie ein Werkzeuggürtel oder sowas, ne? Genau. Sehr gut. Ja, das quasi, ich komme ein bisschen straucheln, weil ich ein bisschen kleiner geworden bin, von einer Treppe auf die nächste. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Mhm. Die Tür hinter dir schließt sich. Ja, ist okay. Damit habe ich gerechnet. Also, nachdem ich dann realisiert habe, dass ich gerade die Tür überredet habe, sich zu öffnen. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, weil es einfach zu komisch ist. Dann komme ich halt, wie gesagt, ins Straucheln, fall so ein, zwei Treppen Stufen runter, bis ich mich wieder kriege. Mhm. Weder deine Taschenlampe noch dein Seil und alles hast du mit dir gebracht. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, dann versuche ich mich mal im Halbdunkeln. Wie dunkel ist das hier? Obwohl du keine Lichtquelle siehst, hell genug, um zumindest die Stufen vor dir zu sehen. Und ich meine, Sophie hat unten die Türen mit ihren Wappen gesehen. Also so hell wird es schon noch sein. Aber es ist nicht so, als wäre da irgendwie ein Leuchtmittel, was dir irgendwie sonderlich viel Licht spenden würde. Okay, ja, dann gehe ich halt weiter. Und Sophie, bist du hier? Keine Antwort. Wenn du unten angekommen bist, der Raum ist zu klein, als dass er sich verstecken könnte. Sie müsste in einem der anderen 5 sein. Okay. Und der eine Schlüssel sieht aus, die eine Wappen sieht aus wie meine Tür. Also ja. Wie mein Schlüssel. Okay. Die anderen sehen halt seltsam aus. Ich muss überlegen, du erkennst einen, den Schlüssel vom Wanz hast du nämlich gesehen. Mhm. Das ist so, okay, das ist Wanz, das ist meins. Bleiben noch 3. Sie ist aber keine Spinne, das glaube ich nicht. Du, wie ein Bock ist sie auf jeden Fall. Hey, da ist nichts mit einem Bock, da ist nur eine Panflöte in Flammen. Oh, Entschuldigung. Panflöte in Flammen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das passt nicht zu ihr. Und ein Mistelzweig, Dings, Gedönse. Passt auch nicht zu ihr. Ich klopfe mal bei dem Panflöten-Ding an. Stille. Du hörst nicht mal das Klopfen. Okay. Hallo, Tür? Die Tür antwortet. Okay. Dann gehe ich zu diesem komischen Mistel-Dingsbums und frage die Tür. Hallo, Tür? So, wohin gehst du als nächstes? Dieses Mistel-Dingsbums. Keine Antwort. Ich glaube nämlich nicht, dass sie so eine Spinne ist. Und naja. Keine Antwort. Na gut, ist auch nicht meine Sache. Na gucken wir mal, was in der Tür noch drin ist. Ich gehe zu meiner Tür. Und ja, streiche einmal kurz über das Wappen. Ja, sie wird sich öffnen. Na guck. Du betrittst einen etwa 100 Quadratmeter großen Raum. Was ist denn da drin? Eine riesige Werkstatt. Sehr gut, das dachte ich mir. Mit einem gemütlichen prasselnden Ofen, also einem prasselnden Feuer im Ofen. Na sicher. Auch einem gemütlichen Sessel, wenn man dann nach getaner Arbeit noch ein bisschen am Feuer sitzt, nehme ich an. Genau, da ist ein Beistelltisch, da ist eine Pfeife drauf, da ist ein Bücherregal hinter. Richtig schön, so eine richtig lauschige Ecke, so wie man sich so ein, ja, wenn man nach
Oma und Opa nach Hause kommt. So in diesem, ne? Dieses wohlig warme Gefühl strahlt diese Ecke aus. Riecht es auch nach Oma und Opa? Naja, nach dem... frisch gebackenen Keksen. Genau, nach frisch gebackenen Keksen, nach... Ja, okay, also das kann ich nehmen, ja. Und, dieser leichte Pfeifengeruch noch im Hintergrund, ne, und so weiter und so fort. Also, so ein wohlig warmes Etwas in dieser Ecke. Vielleicht ist ja auch bei dem Ofen, hat ja so ein Sims mit quasi Kochplatten, die dann, auf dem man was machen kann. Ja, einen leckeren Tee zum Beispiel aufgießen. Ja. Sehr gut. Genau, und da ist halt so, das sind verschiedene Teile von Werkstätten, eine Holz- ein paar Verbrauchsmaterialien auch schon, ja. Genau. Okay. Es sind aber nicht sehr viele Verbrauchsmaterialien. Also du hast ein paar Scheite Holz, du hast ein paar Stoffe, Lederstücke, beziehungsweise auch Felle und Nägel und sowas, aber das ist wirklich nicht viel von allem. Das ist okay. Habe ich Öl und habe ich Politur? Ja. Öl und Politur hast du auf jeden Fall. Mhm. Ausgezeichnet. Damit weiß ich mich auf jeden Fall, bei wem ich mich bedanken muss. Also das packe ich schon mal quasi so zusammen, damit ich das auf dem Rückweg mitnehmen kann. Okay. Sophie, was ist denn in deiner Höhle? Es ist so ein bisschen wie die Bilder, die man kennt von diesen Gletscherhöhlen. Und wenn man, es gibt sogar irgendwie die Möglichkeit, da ist eine Öffnung quasi und nicht die Öffnung, durch die man geht, sondern eine andere. Und wenn man da rausguckt, sieht man eine riesengroße, weite Winterlandschaft. Da ist auch so ein, aus dem Eis gewachsen quasi so ein Sims, auf dem man sich setzen kann. Es hängen überall Eiszapfen von der Decke und man hat dieses Klirren vom Eis und so ein ganz sanftes nicht Rauschen, aber dieses Geräusch, was Wind macht, wenn er durch Höhlen durchweht, dieses ganz, ganz leichte Heulen, das irgendwie eine Art Melodie bildet, die man schlecht in Worte fassen kann. Okay. Sind da Höhlenmalereien? Ja, von verschiedenen Szenen, die Sophie aber irgendwie, wo Sophie das Gefühl hat, dass sie kennt, aber gleichzeitig auch nicht kennt. Okay, weißt du, was wir vergessen haben in der ganzen Zeit? Was denn? Tempus. Jetzt wird Tempus auch erwachen, übrigens, wenn du da drin bist. Okay. Dann wird jetzt auch ein leichtes Ticken ertönen. Mhm. Und Sophie einen ungläubigen Blick auf ihre Hand werfen, wo sich diese Uhr befindet, die sie zwar oftmals mit sich herumgetragen hat, die aber eigentlich immer kaputt war, von der selbst ihr Großvater sie nicht mehr zum Laufen gekriegt hat. Er wollte sie immer reparieren, hat es dann aber vor seinem Tod nicht mehr gemacht oder nicht mehr geschafft, weil er es irgendwie immer nach hinten geschoben hat. Und das ist in dieser Höhle. Also viel ist nicht drin, noch nicht. Diese Szenen sind, es ist mehr ein Relief als eine Malerei. Eine Malerei ist es nicht, es ist eher eine Art Wandrelief. Schwer zu sagen, wie das da hinkommt. Vielleicht mit Schnee gemalt. Also es ist eher dieses Weiß in bläuliches Eiston, aber kein, nicht wirklich, man kann es nicht als Malerei bezeichnen, aber auch nicht irgendwie als Bildhauerei. Okay. David, während du
in deiner Werkstatt dein Zeug zusammenpasst werden, packst, werden dich auch Erinnerungen äußerst flüchtiger Natur an alte Zeiten durchströmen. Mhm. Sophie wird öfter in ihrer jetzigen Form darin vorkommen und ein Wappen, vor dem du lange Zeit geflüchtet sein musst. Es stellt einen Arm dar, der einen Hammer hält auf goldenem Grund. Diese Sachen sind schwarz und darüber einen roten Streifen mit drei Zahnrädern. Alles ist nicht wirklich fassbar. Die drei Leute übrigens, bevor du fragst, die bei Sophie eine Rolle gespielt haben, sind dir in keiner Form bekannt. Oder kommen da auch nicht vor. Mhm. Was halte ich denn von diesem komischen Wappen? Also du verbindest es mit ewiger Flucht, mit Exil und mit dem einen Traum, den du hattest, als du in die Höhle gegangen bist, um zu sehen, ob es noch da ist. Scheiße. 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 Ja, das war... Also ich erinnere mich auch wieder mitten in diesen Traum, richtig? Weil den habe ich ja zum Großteil wieder vergessen gehabt. Hattet ihr das? Ja, so wie man einen Traum vergisst, ja. Ja, so wie man einen Traum normalerweise vergisst. Ja, der ist dir wieder zu 100% in jeder Sekunde präsent. Auch der Wand in diesem Traum. Ja. Läuft. Okay. Gab's da irgendwo in diesem Traum Anzeichen von diesem Wappen? Nein. Gut. Das heißt, ich verstecke das, was in dieser Höhle ist, vor dem Wappen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das gefällt mir gar nicht. Was ist denn... Hat das Wappen irgendwas mit Sophie zu tun? Also, in deiner Erinnerung kommen die beiden Sachen nie zusammen vor, nein. Das ist mal gut. Du weißt, dass Sophie ein Wappen hat, aber du weißt nicht mehr, welches das ist. Aha. Aber offenbar hat ja jeder irgendwas. Klar, gibt ja Sinn. Ja, ich durchstreife halt einfach weiter die ganzen Werkstätten und gucke halt, was irgendwas Nützliches finde, was ich halt, oder beziehungsweise Sachen finde, die mich irgendwie weiter an das Wappen erinnern. Schau mal, nein, ob ich da in dem Bücherregal irgendwelche Sachen finde. Das Bücherregal enthält Bücher, die du gerne gelesen hast. Hab ich mir gedacht. In deinem jetzigen menschlichen Leben bisher. Okay. Oh, ich mach mir einen Tee. Das brauche ich jetzt gerade. Sehr gut. Ja, du machst ja einen Tee. Ist in Ordnung. Ich nehme an, ihr werdet beide noch ein bisschen Zeit darin verbringen, in den euren Räumlichkeiten. Ja, Sophie wird den Szenen eine Szene hinzufügen, die dort an der Wand sind. Ich glaube sogar, dass es dass diese Höhle die wichtigsten Szenen vielleicht sogar aus jedem Leben enthält, das sie jemals geführt hat. Dann wirst du jetzt schon eine hinzufügen. Nichts in dieser Höhle ist starr. Natürlich kannst du alles jederzeit ändern. Jedenfalls zumindest das aus diesem Leben. Ja, das machst du. Welche ist das denn? Der Moment, an dem sie das erste Mal diese Höhle betreten hat. Ja, da gibt's Sinn. Und von diesem Bild
je nachdem, wie das ist, wird es aus jedem Leben eines geben, nämlich dem Moment des Erwachens. Okay, da gibt's einen. Gut. Das ist meiner, also habe ich unendlich viel Platz. Ja, das ist nicht ganz falsch. Gut, ihr werdet beide noch ein bisschen Zeit darin verbringen und natürlich werdet ihr selbstverständlich immer gleichzeitig da rauskommen. Das heißt, ihr erblickt Sophia erblickt David in seiner ganzen herrlichen, gemütlichen Pracht. Euch beiden schießt eine Erinnerung durch den Kopf auf einem hohen Berg, Gletscher drumherum, unter dem Sternenzelt in eisiger Kälte, mit kräftigen Winden, beide ein Schwert haltend, ein schmuckloses, breit, kurz Schwert, das Blut eurer Hände, die es also selbstverständlich an der Klinge halten, vermischt sich dabei und ihr wisst, dass ihr Worte der Macht gesprochen habt vor jemandem. Worte der Macht, die euch verbinden. Holy fucking shit. David trägt übrigens nicht nur seine Arbeitsklamotten, sondern wirklich Öl, Lack, Sachen zum Abschleifen einer Tür. Ne, also wirklich komplett Werkzeug, so eine Art kleinen Werkzeugkasten quasi gerade mit sich rum. Ja, das, was du vorhin angesagt hattest. Ja. Und guck dich halt völlig ungläubig an, so, holy fuck. Hi. Hi. And here we are again. Ja, offensichtlich. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwie schon öfter uns getroffen haben. Das ist jetzt fucking seltsam. Er fängt dann an, also geht zur Tür und fängt erstmal an, die Scharniere zu ölen. Ich hoffe, das tut schon mal gut. Holy fuck, was ist hier los? Du hast offensichtlich gerade denselben Prozess hinter dich gebracht, den ich heute hinter mich gebracht habe. Okay. Hast du auch einer Tür eine Vollüberholung versprochen? Nein. Ich habe den Eingang der Höhle zu den Saalpinseln gesucht und gefunden. Ach du Scheiße. Um es mit Rolands Worten zu sagen, herzlich willkommen in deinem neuen Ich. Er weiß darüber natürlich Bescheid, natürlich. Ja, ich glaube, ich werde gleich mal kurz bei ihm klopfen gehen und sagen, dass ich noch lebe und mich nichts gefressen hat. Warum sollte ich hier unten irgendwas fressen? Das schien jetzt nicht sonderlich gefährlich zu sein. Nee, aber du bist auch nicht durch die Stadt gelaufen. Ich musste auch erst gesagt bekommen, dass die Löwen vor dem Löwengebäude eigentlich ganz liebe Tiere sind, wenn man ihnen ein bisschen schmeichelt und sich nicht sofort auf alles stürzen, was ihnen über den Weg läuft. Das klingt okay, also... Ja, das, wenn man das erste Mal sieht, denkt man das aber nicht. Okay, dann weiß ich Bescheid. Einfach das Fell loben, sagst du. So, und ja, Roland weiß Bescheid, weil er wohl irgendwie... Ich glaube, Sophie hatte aber die Schlüssel vom Wanst und auch die Schlüssel von Sandro gesehen, ne? Vom Wanst kann ich mir nicht vorstellen. Du hast auf jeden Fall den von Roland gesehen. Ja, genau.
Naja, dass Roland dazu gehört, ihm gehört ja hier wohl auch ein Raum. Ah, dem Wanst auch. Aha. Bleibt nur noch die Spinne. Oder Das wird dann wohl der letzte das Schiff. Verbliebene sein, nämlich wahrscheinlich der Vormund vom Wanst. Schön. Schön, schön. Okay. Dann werde ich jetzt mal nach oben gehen und fragen, was ich ab jetzt zu beachten habe. Ja, ich Du komme. solltest mitkommen. Ich wollte ich gerade, aber ich habe hier noch ein Versprechen zu einzuhalten. Okay. Ja, es klingt komisch, aber ich kann es dir nicht erklären. Sprechen wir das nachher durch. So, Ich glaube nichts, du. was du mir jetzt sagen würdest, würde mich noch in irgendeiner Form verwundern, David. Ja, währenddessen dreht er sich halt um. Du hast ja nichts dagegen, wenn ich dich kurz aushänge und dich mit in die Werkstatt nehme, oder? Das geht nicht. Naja, da kann ich dich besser abschleifen. Nein, 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 nein. Na gut, dann müssen wir das ein bisschen. Wird ein bisschen umständlich in den Ecken, aber okay, das kriegen wir hin. Ja. Ja, dann fange ich an, ihn halt die Tür abzuschleifen und zu polieren. Did you just assume its gender? Er redet in einer ziemlich dunklen Stimme, also von daher. Wow. Wow. Die Tür könnte weiblich sein. Puh. Warum gibt es eigentlich keine der Tür? Also, du fängst an, das Tür zu bearbeiten. Ach. Und Sophie macht sich auf zum Vermittler. Zum Glück wohnt er ja auch im Erdgeschoss, soweit ich informiert bin. Ja. Du klopfst da an. Von innen kommt: Du, ich bin in 10 Minuten fertig, ja? Ich bin in 10 Minuten fertig, dann lass dich rein. Okay. Du hörst von ihnen, dass er offenbar ein paar Dinge umräumt und alles. Okay. Ja, du Du kannst wirst vor der wenigstens. Tür warten, ne? Ja. Dann wird David in ungefähr, sagen wir mal, 8 Minuten fertig sein. Nice. Sobald sie endlich weg war, ging dir alles viel leichter von der Hand. Das ging, war schnell gemacht. Letztlich hier ein paar Angriffe, da ein paar Angriffe. Nichts, was man mit ein paar Minuten ordentlicher Arbeit nicht auch bewerkstelligen könnte. Eben, also es, ne, war halt auch nicht viel. Es war ja nur so eine Tür, also eine dicke Tür. Mit einer geübten Hand, kein Problem. Eben. Das ist ja auch schon häufiger gemacht. Ja. Offensichtlich. Na klar. Ja, dann gibt's halt richtig schön, ne, Holzpolitür und Politür für die Klinke und so. Ja, sehr Wird gut. richtig Die schön. Klinke hat es auch ein bisschen nötig. Ja, die muss halt wirklich vernünftig geputzt werden und dann einmal richtig darüber, dann geht das auch wieder. Ja. Und dann, ne, mache ich die halt so ein oder zweimal auf und zu, ganz leise und vorsichtig natürlich. So, das fühlt sich doch gleich viel besser an. Was sagst du dazu? Gerne wieder. Sehr schön. Das freut mich doch, dass es dich freut. Ich verneige mich vor der Tür und Sie wünsche dir noch. knarzt. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. So, dann gehe ich zu Sophie. Ja, die warte da noch kurz und dann wird er irgendwann den Das Kopf ging raus. schnell. Entschuldigung. Was? Das ging Ja. schnell. So ein, zwei Handgriffe muss man da nur gemacht werden. Ich würde einmal ein bisschen polieren, einmal ein bisschen. Ah. Na dann. Eben. Wo wartest du? Auf Roland. Ich glaube, bei Roland. Der muss noch fertig wichsen oder was auch immer der macht. Das Gerumpel wird Ich. wenige Momente später ersterben. David würde quasi versuchen, also würde erst anfangs, also seine Hand geht halt zum Klopfen, dann würde er sich eines Besseren belehren, weil das mag man anscheinend, mögen Türen wahrscheinlich nicht so. Hat er gelernt.
Vor allen Dingen, das sind ja Türen mit Glaseinlassungen. Das muss ja richtig eklig sein. Eben, also es, Es gibt schon auch eine Klingel, ne? Also, habt ihr in dem Haus. Dann benutze ich die Klingel. Also wirklich so in dieser Bewegung stehen bleiben, überlegen, Klingel benutzen. Ich habe ja gesagt, Mann, ich muss nur noch kurz das hier aus dem... Okay, so. Alles klar. Dann wird er die Tür aufmachen. Er steht in ganzer Pracht vor sich. Inklusive Bockbeinen. Ich glaube, die haben die eigentlich auch ein stummes Schwänzchen? Ja, ne? Die haben ein Ziegenschwänzchen, ja. Die haben ein Ziegenschwänzchen. Ach, du und natürlich Hörnern. Auch du erkennst, dass er offenbar ordentlich angegriffen wurde von was auch immer. Ach du Scheiße. Ist auch nett, dich zu sehen. Mensch, kommt doch rein, ihr Wichser. Ja, Entschuldigung. Es ist nur Rinder. Ja, ist alles in Ordnung, immer Rinder. Ja, ich gehe quasi an ihm vorbei und gucke ihn dabei. Also, es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich muss da innerhalb der Oper. Wird er die Tür hinter euch schließen? Macht er es leise oder laut? Was leise oder laut? Ja, ist er nett zu dieser Tür oder nicht? Der gibt doch keinen Fick, der Junge. Solltest vielleicht vorsichtig mit deinen Türen sein. Ja, sonst heulen die wieder rum und lassen mich am Ende nicht mehr rein. Aber von denen darfst du mir ja auch nicht erzählen. Behandle die doch einfach mit Respekt. Ja, ne klar. Wann behandeln die mich denn mit Respekt? Sie lassen dich rein, die lassen alle anderen nicht rein, die hier nichts zu suchen haben. Also wenn es mal so wäre. Die machen einen guten Job. So. Ja, lass uns mal nicht über dieses Türdebakel diskutieren. Setzt euch. So, hier sind 3 Schnapsgläser. Ach, was soll denn der Scheiß? Hier sind 3 Saftgläser. Ihr habt da ein paar Schnapssorten. Mal bedient euch. Ja. Wer, wie, was, wann und wo? Und warum? Na gut. Also. Ich verbitte mir jegliches Gelächter. Ihr seid Feen. Entschuldigung. Okay. Sehe ich aus wie eine Fee? Du, ja. Ich habe keine komischen Flügel oder sonst irgendwas. Ja, schon klar. Aber ihr seid auch Menschen. Ja, das weiß ich. Ja. Ihr lebt in der Welt der Menschen hauptsächlich. Das ist wichtig. Die durchzogen ist von den Magien und Kräften des Traums, aus denen ihr kommt. Okay? Mit euch? Ich unterbreche dich schon. Okay. Gerne. Mit euch gibt es hier, oder mit uns gibt es hier unendlich viele andere Wesen. Nicht unbedingt alle sind uns freundlich gesonnen. Aber Feen würden einander zumindest nicht unbedingt jetzt sofort immer gleich den Tod bringen. Eigentlich fast nie, sind wir mal ehrlich. Viel schlimmer für euch ist der Mensch. Jetzt seid ihr aber auch Menschen und da haben wir das Problem. Ich bin nicht gut in sowas, okay? Das hatte ich vielleicht vorher mal erwähnen können. Also, ihr lebt in 2 Welten und in keiner richtig. Und das klingt ziemlich beschissen. Aber im Gegensatz zu dem Leben, was ihr geführt habt, bis ihr hierher kamt, jedenfalls vermute ich das, habt ihr jetzt eine Welt, in der ihr nur so halb gehört und dann eine andere, in der ihr nur halb bleiben könnt. Aber ihr habt wenigstens allen Zauber, den es gab und allen Zauber, den es gibt und allen Zauber, den es geben wird. Das ist ja auch nicht schlecht. Und darauf trinken wir erstmal einen kleinen Schnaps. Ja. So, die meisten würden euch jetzt sagen, okay, also es gibt so viele Arten von Feen, wie du dir denken kannst. Die meisten würden euch jetzt sagen, du bist das und du bist das, ich halte das für scheiße.
denn keiner sollte euch sagen können, was ihr seid. Lasst euch das gesagt sein, wenn euch jemand sagt, du hast dich so und so zu verhalten, weil du zu dem und dem Kiff gehörst, dann sagst du dem Hals Maul. Zum was? Das sind die Arten. Eine Art von Fee nennt man, das ist das Kiff. Quasi wie eine Rasse, wenn man das so will. Aber da wir ja nicht rassistisch sind und so weiter. Also. Deswegen werde ich das auslassen. Außerdem müsst ihr es selbst erkennen und das werdet ihr auch irgendwann in den nächsten Wochen, wenn die ersten Umstellungen für euch, wenn ihr irgendwie damit leben könnt, was passiert ist. Denn dann werden wir, dann werdet ihr euch vorstellen. Bei wem? Naja, bei den Feen, die gerade am Hofe sind, die hier in der Gegend sind. Halle hat eine sehr hohe Population, weil, naja, was ist denn noch in Sachsen-Anhalt? Am Hofe? Ja, am Hofe des Grafen. Ah, da kommt dieser Graf ins Spiel, von dem alle reden. Und du wirst dich vor ihm benehmen. Ich benehme mich immer, wenn ich muss. Was sagt ihr? Ich meine, ihr habt sowieso keine Wahl. Ihr werdet euch auf jeden Fall benehmen. Ihr könnt nichts falsch machen. Ihr solltet euch gar nicht erst mit so einem Scheiß zulassen, weil ihr könnt sowieso nichts falsch machen. Das ist alles in Ordnung. Ja, eure Exzellenz. Und der Graf, der wird euch die Gelegenheit geben, denn das ist Tradition und das wird er auf jeden Fall machen, eure Vergangenheit, zumindest ein Stück davon zu finden und euer Selbst zu erkennen. Okay? Und dann gibt's, wenn ihr wieder da seid, gibt's ein Riesenfest. Wir werden uns alle fürchterlich betrinken. Er wird saufen, fressen, Hurenahne am Hofe. Naja, ein Nippchen nehmen wir vom Feinsten aller Weine. Und vielleicht geben wir uns ein Küsschen auf die Wange. Aber es wird eine Riesenfete. Und dann werden euch alle auf die Schulter klopfen und sagen, willkommen. Jetzt geht's ab. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Denn, ja. Okay. Schön. Und bis dahin? Bis dahin. Ich würde euch aufs Wärmste empfehlen, euch zumindest die ersten Tage hier zu isolieren. Ich habe noch nie so gerne auf dich gehört wie jetzt. Noch nie zuvor. Einkaufen und so ein Shit mache ich alles, kein Problem. Beziehungsweise Martha kommt bestimmt mal vorbei und bringt euch da was mit und so. Und holt euch gleich eure Wäsche und alles. Also Martha gehört auch zu dem Verein, ja? Hätte ich mir denken können. Zu nett, ne? Nee, aber ich hatte ein interessantes Gespräch mit ihr über ihre Waschmaschinen. Waschmaschinen sind wie Türen, ne? Ja. Ja, also ihr braucht euch um nichts die erste Zeit jetzt auf jeden Fall Sorgen machen, was ihr irgendwie besorgen müsst und was ihr machen müsst. Ich mach das und wir machen das. Das ist alles kein Problem. Wir kümmern uns. Es gibt nicht so viele von uns. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Das passt. Das ist kein Problem. Ihr konzentriert euch nur auf euch. Ihr werdet sicherlich viele Fragen entwickeln. Das wird toll. Ich habe bestimmt auch auf vieles Antworten. Aber seid euch gewiss, es gibt nicht auf alles Antworten. Es wird nie auf alles Antworten geben. Das ist das Tolle. Vieles bleibt im Verborgenen. Vieles bleibt nicht erklärbar. Und ich habe es mir auch schon lange angeeignet, für vieles nicht mehr Erklärung zu suchen. Zum Beispiel bestimmt, warum, wo kommen wir her? Scheiß drauf. Ist egal. Ist völlig egal. Das liegt vielleicht Jahrmillionen zurück. Wer weiß das schon. Mich interessiert das nicht. Fragt dafür jemand anderen. Ich kann euch jemanden empfehlen, wenn ihr das möchtet. Kein Problem. Aber ne, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die unmittelbare Sache. So. Ja? Mhm. Okay. Danke. Vermutlich werdet ihr schon morgen, darauf sollte ich euch jetzt schon vorbereiten, schon morgen werdet ihr auch euren Körper wiederfinden. Also eure menschliche Maske. Den Körper, den ihr
jetzt all die Jahre bewohnt habt. Okay. Und ihr werdet euch so sehen, wie ihr als Menschen gesehen werdet. Und ihr werdet euch gleichzeitig, und das wird gar nicht verwirrend sein, das wird vollkommen okay, so sehen, wie ihr jetzt seid. Alle Menschen werden euch, oder fast alle, so sehen, wie ihr als Menschen seid. Außer kleine Kinder? Außer mancher kleiner Kinder und mancher andere Personen. Okay. Ja, aber die meisten auch davon werden ihren Augen nicht trauen, den Kopf schütteln, weitergehen und das vergessen nach wenigen Minuten. Mhm. Was bedeutet für euch? Und das ist übrigens eins der wichtigeren Sachen, die man gerne am Anfang vergisst, was mir zum Beispiel nicht so viel ausgemacht hat, vielen anderen aber schon. Ihr müsst euch jetzt früh zweimal anziehen und zweimal die Zähne putzen. Ernsthaft? Nein, ihr müsst euch nicht zweimal die Zähne putzen. Die Annehmlichkeit des Feendaseins hat es zum Beispiel in sich, dass man eigentlich so gut wie nie krank wird. Also, wenn es wirklich ernst ist, dass man sich nicht die Zähne putzen muss. Und so weiter. Aber ihr müsst euch zweimal anziehen, denn du ziehst dich als Mensch mit diesen Kleidungsstücken an, die in deinem Schrank liegen. Und du ziehst dich als Fee an. Also, ich meine, von mir aus müsst ihr keins von beiden. Aber vielleicht seht ihr das und andere ja anders. Es gibt Feen-Shops, wo ich Feen-Kleidung kaufe. Du hast Kleidung, du hast Kleidung im Keller. Ja, du kannst Kleidung erwerben, die du in deinem Feen-Schein trägst. Ich weiß, dass ich ein Schneiderwerkzeug unten im Keller habe, aber... Du kannst auch versuchen, dir selbst was zu machen, aber ihr habt erstmal was da. Das passt schon. Okay. Strange. Ja. Ja. Eine sehr wichtige Sache. Sophie, du trägst ein schönes Kleid. Ist hinten eigentlich der Rock ein bisschen länger? Oder stelle ich mir das falsch vor? Ja, der ist. Ja. Okay. Ihr dürft niemals die Gestalt, eure magische Gestalt, verleugnen. Vor den Menschen und vor Feen. Das heißt für dich. Einfaches Beispiel halt. Du steigst in ein Auto und machst die Tür zu. Als Mensch passiert da nichts. Als Fee würdest du quasi dein Kleid jetzt einklemmen. Das wäre natürlich doof. Das heißt, du ziehst dieses Feenkleid mit ins Auto. Für die Leute, die dich beobachten, die sehen, dass du etwas, das nicht da ist, ziehst und mit reinzerrst. Du ignorierst die Ficker und machst das auf jeden Fall trotzdem. Okay. Es ist übrigens nicht viel, es ist jetzt keine lange Schleppe oder sowas, aber es ist halt da. Ich brauch da ein Beispiel. Ja, ich suche eins raus. Nein, ich brauch da ein Beispiel, um diesen Fakt zu erklären. Deswegen ist mir das Kleid eingefallen und vielleicht ist es ja so. Passt schon. Okay, das gilt für euch beide. Okay. Und du musst auch auf deine Hörner aufpassen. Deswegen laufe ich zum Beispiel auch so oft barfuß rum. Ich habe sonst nur Schuhe, die ich quasi überhalb des Knöchels verschnüren kann, weil mit einem Huf ist jeder Schuh ziemlich nutzlos. Und ziemlich unbequem. Und ja, Mützen haben bei mir Löcher und ich trage keine Mützen, weil die Leute immer dumm gucken und man will natürlich, dass sie wenigstmöglich dumm gucken. Okay. Darauf trinken wir noch einen Schnaps. Das ist nicht gut. Das dachte ich mir. Ich habe langsam genug. Okay. Küche, ne? Such dir was anderes. Mhm. Die steht auf und geht in die Küche. Und holt sich Wasser. Jupp. Da, wo ihre Finger das Glas berühren, werden sich kleine Eiskristalle bilden. In der Tat.
Wenn du es lange genug in der Hand hast, wird es auch schön kühl sein zum Trinken. Ja. Ich nehme das übrigens einfach mal so hin. Ja. Roland nicht so. Der scheint etwas verwundert. Ist das nicht normal? Da, was ist schon normal? Nur weil ich es nicht erwartet habe, ist es trotzdem normal. Normal im Sinne von, es ist nicht schlimm. Es ist bestimmt sogar gut. Bestimmt. Im Sommer bestimmt. Ja. Würde auch erklären, warum dir immer kalt ist. Mir ist nie kalt. Dir zu, immer zu warm ist. Entschuldigung. Genau. Leute, ich werde für die nächsten Tage was durchstrukturieren. Dann gucken, dass ich euch vielleicht ein paar Sachen zeige, was ich einfach nur zeigen kann, auch außerhalb dieses Hauses. Und wir werden das ganz entspannt ganz normal angehen. Habt ihr jetzt schon mal was, was euch unmittelbar auf der Seele brennt? Wie gesagt, ich bin auch nicht gut darin. Ich werde auch nicht euer Mentor sein. Oh ja, ihr bekommt einen Mentor. Aha. Ja, und der sowas wird, wie Mr. Satt. Ja, aber ihr seid erwachsen und ihr seid, habt euch echt spät verpuppt. Und naja, da doch, ihr seid schon relativ spät. Das heißt, der wird euch nicht behandeln wie ein Kind. Ihr müsst nicht bei dem wohnen. Aber er wird für ein Jahr und einen Tag, wird er euch lehren und wird euch vor Unheil bewahren und so Mist halt. Und wie bestimmt er sich? Sagt er, yo, ich hab jetzt Bock da drauf, oder? Na, was denkst du denn, der wird vom Grafen bestimmt? Das heißt, es ist irgendwer. Es ist jemand, es werden nur Leute genommen, die das wollen. So, ne? Erinnerst du dich an unsere Demokratiegeschichte? Unser Gespräch? Oh, du hast keine Ahnung. Es macht keinen Unterschied. Okay, weißt du was? Ich greif's doch mal auf. Einfach mal nicht. Du darfst dich nicht so sehr gegen diese Aristokratie hier wehren. Ich hab's aufgegeben. Und ich bin jemand, der nicht um. Ist auch egal. Pass auf. Ja, aber ganz ehrlich, Pass auf. Stell dir mal vor, du bist 5 und deine Eltern versterben. Was passiert denn dann? Du kriegst einen Vormund bestimmt. Kannst du den aussuchen? Als Kind? Nein. Aha. Kannst du aber dir deinen Sachbearbeiter auf dem Arbeitsamt aussuchen? Aber ich kann zum Richter gehen und sagen, dieser Vormund, mit dem komme ich nicht klar, ich hätte gerne einen anderen. Und dann das kannst du auch. Sehen du kannst uns zum später. Grafen. Sophie steht auf. Du kannst zum Grafen gehen und sagen, dieser Mentor, mit dem komme ich absolut nicht klar. Und er wird sehen, wie sich das weiter gestaltet. Wehr dich nicht dagegen. Zumindest am Anfang nicht. Danach machst du, was du willst. Mann. Warum sind die jetzt eigentlich abgehauen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Outgame David könnte es bestimmt wissen. Oh, richtig. ich gucke ihn auch gerade mit so großen Augen an, so, oh fuck. Ihre Eltern sind gestorben. Als sie ein Kind war. Siehst du? Dann hätte sie doch direkt als blödes Thema vielleicht. Ja, das wusste ich ja nicht. Ist ja auch okay. Ja, richtig. Das war eigentlich nicht der Grund, aber das ist egal. Ach so, krass. Ist ja egal, ob wir das da jetzt, aber wir interpretieren das jetzt als Grund. Bitte? Wir interpretieren den Grund jetzt einfach. Naja, nee, klar. Also, das war bestimmt nicht so geil, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie das dazu bringt, einen Raum zu verlassen. Okay. Genau. Dann hast du noch Fragen, die dir jetzt sofort auf der Seele brennen. Ja. Es scheint mir so, dass ich irgendwas mit Sophie am Laufen habe über die Jahre hinweg. Keine Ahnung, irgendwie taucht die immer wieder bei mir auf in Erinnerung. Ist das normal? Es ist erfreulich. Du hast jemanden, mit dem du schon
viele Leben und viel Zeit verbracht hast. Ich meine, das ist doch super. Taucht sie auf als jemand, der dir ein Messer in die Rippen gerammt hat? Nee, wir haben... Ja, dann ist doch cool. Irgendwie anscheinend anderen Leuten ein Messer in den Rücken gerammt. Oder wo auch immerhin. Wir hatten die einzige Erinnerung, die ich habe, quasi ist, die wirklich klar ist. Wir stehen auf dem Berg, haben beide Schwerter in der Hand. Eins. Ein Schwert haltet ihr beide so, umklammert an der Klinge. Oh, Entschuldigung. Wir haben ein Schwert in der Hand, beide. Und haben uns irgendwas geschworen vor irgendjemanden? Keine Ahnung. Okay. Ja. Das ist gut. Das ist was Gutes. Das ist nichts, was jemanden geschadet hat. Und das ist was, was du niemandem erzählen solltest. Okay. Und ich verspreche dir, dass ich das bis morgen vergessen haben werde. Er geht zu einem Schrank, holt eine kleine silberne Flasche raus, nimmt einen kräftigen Zug. Eine Sekunde. Eid des Handschlags, Sophie und David. So. Genau. Das erzählst du am besten keinen, aber das ist was Gutes. Okay. Oh, das ist okay. Dann, oh Gott, das ist alles so neu. Ich erinnere mich auch noch an ein Wappen. Vielleicht ist es meins oder ihrs, keine Ahnung. Du hast garantiert kein persönliches Wappen. Höchstwahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ist irgendwie so ein goldener Hammer mit, goldener Arm mit einem Hammer drauf. Ja, gibt's. Weißt du was darüber? Ja. Kannst du mir darüber was erzählen? Das ist echt ziemlich weit hinten auf der Prioritätenliste, wenn du mich fragst. Das ist aber das Einzige, woran ich mich wirklich erinnere. Also scheint es gerade eine sehr hohe Bedeutung zu haben. Das ist ein Adelshaus. Ein Adelshaus, okay. Ja. Welches Adelshaus? Dougal. Dougal? Ja. Und was machen die so? Regieren. Aber abgesehen davon gelten die als die, die tatsächlich nochmal mit anpacken und was da finden und was herstellen und so ein Shit, aber regieren. Ich bin nicht der Richtige dafür. Alles, was ich dir zum Adel sagen möchte, kann ich dir nicht sagen. Oh, warum nicht? Weil ich mir sonst gepfeffert eins in die Fresse katapultiere. Und außerdem okay. Sollst du dir eigene Meinung bilden können. Ich will versuchen, euch so wenig wie möglich zu beeinflussen. Auch wenn das nicht möglich sein wird. Das ist schon mal wichtig. Was ich dir erzähle, heißt noch lange nicht, dass das irgendwie wahr ist oder dass es für dich wahr ist. Ja, ist klar. Man muss sich immer seine eigene Meinung bilden. Informationen sind nur halt gut, weißt du? Ja, aber auch, wie gesagt, dafür bin ich einfach nicht der Richtige. Wer wäre denn da der Richtige für? Frag mich das in ein paar Tagen nochmal. Okay. Und Mr. Satz ist von Wanz der Vormund. Mentor, ja. Also ich bestimmt es ja auch in der Welt der Menschen, ist ja bestimmt der Vormund. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Das habe ich nicht nie gefragt. Und er scheint irgendwie in Kritik deswegen zu stehen? Das sind die Fragen, die dir gerade auf der Seele brennen, Alter? Keine Ahnung, ich versuche mir irgendwas zusammenzubisseln an den Dingen, die Sato weiß. Ich muss erstmal das erfahren. Nein, das ist okay, das ist alles in Ordnung. Die Sache ist, das ist eine Frage, die Antwort darauf wirst du dir selbst geben können, wenn du mehr lernst, einfach darüber, wie wir sind und wie
wie die Leute denken, dass die Kiffs sind, okay? Okay, und was denken die Leute, wie die Kiffs sind? Das fragst du dann am besten die Leute, oder das bekommst du mit? Ja, ich frage ja dich. Ich werde deinen Kopf ja nicht vollstopfen mit den Vorurteilen, die dazu führen, dass diese Sache da irgendwie als nicht gut erachtet wird, okay? Ich bin da nicht daran schuld. Ich hab dir gesagt, ich hört mir aus der Scheiße raus. Nee, das ist auch Quatsch. Aber um eigentlich, um dir die Antwort zu geben, ja, er steht in Kritik dafür. Glückwunsch. Warum? Netter Versuch. Das ist nur so eine Redewendung. Ich fand's einen ziemlich erbärmlichen Versuch. Ja, ich brauch halt Informationen. Ja, und die kriegst du nicht fertig. Ich werde deinen Kopf nicht mit Lügen und mit Vorurteilen vollstopfen. Und wenn du mir vorher sagst, dass das Vorurteile und Lügen sind, dann weiß ich das ja, dann kann ich das ja differenzieren. Also du willst jemanden, der dir sagt, was richtig ist und was falsch. Ich verstehe. Nein, ich kann mir dann meine eigene Meinung bilden. Ich weiß dann aber, dass Dinge für Vorurteile hält. Und dann entscheidet das halt, wie sehr ich dir vertraue, wie sehr ich das Gewicht dir gebe. Das funktioniert so nicht. Das ist irrelevant. Das ist völlig irrelevant und das wirst du später mitbekommen. Das ist eine Frage, die sich selbst beantworten wird für dich. Okay. Warum haben wir uns so spät verpuppt, wie du das nennst? Frag mich ja nicht. Keine Ahnung, warum das so spät ist. Aber dafür gibt's Millionen Gründe. Keine Ahnung. Es ist auch nicht schlimm. Ihr seid dafür sehr so kräftig und erfüllt vom Traum. Ihr könntet euch vermutlich keinen besseren Ausgangspunkt wählen können. Es ist vielleicht auch einfach Schicksal und ihr müsst zu diesem Zeitpunkt euch verpuppen, um etwas Besonderes zu erledigen. Wer weiß das schon. Oder ihr solltet was Spezielles nicht erleben, kann ja auch sein. Okay. Ja. Gut, und den Raum, den ich unten im Keller habe, den habe ich warum? Warum ist der plötzlich da? Er ist da, weil er dir gehört. Und er ist da, weil du ihn jetzt erfüllst. Quasi. Okay. Bleibt ihr jetzt für immer hier? Also muss ich jetzt für immer hier wohnen? Damit ich an meinen Schrank komme? Kurze Antwort ist jein. Manche Häuser sind lange bewohnt von unseresgleichen und all die Träume von uns und Menschen, die dem Traum noch nahestehen, fließen in die Häuser ein und lassen sie ein Stück weit erwachen. Deswegen gibt es hier diese Räume. Die hättest du nicht zwingend in jedem anderen Haus, aber du willst auch jetzt, wo du dich verpuppt hast, nicht in jedes andere Haus ziehen zwingend. Okay, weil dann sonst was passiert? Das Leben in der Menschenwelt ist nicht einfach. Stell dir vor, hier draußen am Fenster fliegt ein Drache vorbei und du erschreckst dich total und die Menschen um dich herum sagen, was ist mit dir kaputt? Ja, hier fliegt ja mit Sicherheit auch ein Drache einfach so vorbei. Warum denn nicht? Achso, okay. Vergiss es. Ja, vergiss meine Frage. Also die Menschen sehen das nicht, aber ich erschrecke mich, weil ich sehe. Okay? Und dann? Zum Beispiel. Ja, dann erkläre ich ihnen halt einfach, dass ich, was und vergessen habe. Und willst du das ständig machen müssen? Natürlich nicht, aber... Du willst nicht ständig deine Existenz verleugnen müssen und du willst nicht ständig Erklärungen dafür finden, dass du was besitzt, was sie nicht besitzen. Deswegen, es ist einfacher, wenn wir ein bisschen näher zusammen wohnen. Ja, gibt's... Ich meine, stell dir mal vor, du hast deinen Schlüssel vergessen und im normalen Haus musst du dann mit der Tür verhandeln, damit er dich trotzdem reinlässt. Und dann kommt jemand und sagt, der ist ja,
Ja, das würde, glaube ich, irgendwie ein bisschen sauer aufstoßen. Das heißt sauer aufstoßen? Die befördern dich in die Klapse, wenn du Pech hast. Ja, das könnte aber auch passieren. Und darauf trinken wir erstmal einen Schnaps. Ja. David wird bald ganz betrunken sein. Ich denke auch, dass er langsam angetrunken sein könnte. Ziemlich. Aber es ist ja doch ein Grund dazu, gerade sie zu trinken. Er hat heute mit einer Tür verhandelt, damit ihn reinlässt. Der ist ein bisschen neben der Spur gerade. Es gibt keinen Grund, dich zu betrinken. Du hast erfolgreich mit einer Tür verhandelt. Kein besserer, also ich meine, da wäre ich ja stolz auf mich. Das ist ein Grund, sich zu betrinken. Touché, es ist ein Feiergrund, ja. Ja, er würde, glaube ich, dann irgendwann auch umgehen. Weil mir fallen einfach nicht mehr Fragen ein, die ich einfach gerade... Also ich habe so viele Fragen, aber ich muss die alle fragen und ich darf sie nicht alle fragen und das ist alles rum. Du darfst mich alles fragen, aber du kriegst nicht immer Antworten, weil es dumm ist. Ja, eben. Ne, das ist halt so. Ja. Ich muss erstmal meine Fragen sortieren. Ja. Hau dich erstmal in die Koje. Und ja, irgendjemand bringt euch den nächsten Tag ein bisschen was zu futtern, holt eure Wäsche ab und dann sehen wir weiter, ganz entspannt. Ja, ich gehe nach oben, würde ganz leise versuchen, meine Tür aufzumachen. Ich habe ganz gentleman-like wieder zuzumachen, weil... Du fühlst übrigens, dass im Gegensatz zu der Tür unten diese Tür nichts hat, was sie zu mehr macht als einer Tür. Zumindest momentan. Das ist eigentlich traurig. Ich meine, da hat man jetzt schon was Neues gelernt, dass Türen ja auch Gefühle haben und dann merkt man, die nicht. Tür. Arme Tür. Willst du sie trotzdem gut behandeln oder nicht? Ja, natürlich hätte ich sie gut behandeln. Sehr gut. Es kann ja sein, dass sie irgendwann aufwacht. Vielleicht schläft sie gerade nur oder so. Was weiß ich, ich kenne mich mit Türen nicht aus anscheinend. Hättest mal mehr DOS gespielt. Ja. Juri, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Das können wir tun, ja. Wir spielen ja zum Glück erst morgen wieder. Richtig. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Fellatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. Danke, Edgo. So, was gibt's denn zu sagen? Erstens, Tempus geht euch nichts an. ja, der Tempus ist offenbar, das ist, denke ich, sollte rausgekommen sein, ihre Taschenuhr. Und was die Sophie erzählt, wenn die ihr was erzählt, das geht euch nichts an. Mich auch nicht, also ich habe auch keine Ahnung. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, was Sophie mit sich ausmacht und ihrer scheiß Uhr, das kann mir ja aber auch genug zu tun. Zu den anderen Sachen, auf die ganze scheiß Verpuppung, also auf den ersten Höhepunkt dieser, habe ich selber offenbar auch noch nicht ganz gefasst. War nicht der beste Zeitpunkt dafür, ist aber auch nicht so schlimm. Also an dem Spielabend fühlte es sich für mich nerviger an, als es dann am Ende, glaube ich, war. Zumindest zum Zuhören. Die anderen beiden sind mir auch Wurst. Dass sie dann als erstes auf Roland getroffen ist. Also Sophie war keine gute Wahl. So, ne? Die bessere Wahl aus dem Haus, und ich denke nur aus dem Haus, war sinnvoll, weil da das Mindestvertrauen da ist, wäre natürlich ja satt gewesen. Aber ich hatte an dem Abend einfach nach all den Stunden nicht das Gefühl, dass langes Flüstern mir sonderlich gut tun würde. Und deswegen habe ich es gelassen. Genau, außerdem ist die Erscheinung von Herrn Satt vielleicht nicht zwingend für das Erste dann das Beste auch. Nicht? Gut. Und als dann also die beiden irgendwie
fertig waren mit der Welt, hatte ich mich zu entscheiden, ob ich den NSC Roland in seiner Funktion erhalten möchte oder ob er ein bisschen abweicht und denen mal ein paar sinnvolle Antworten gibt. Ne? Daddy hat ja, also David hat ja sehr viel gefragt und ja auch sehr wenig Antworten bekommen. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil wenn ich schon einmal im Leben einen NSC habe, der eine gewisse Funktion erfüllen soll, dann sollte ich den auch lassen. Ist mir da egal, ob die jetzt weiterkommen. Daddy muss seine Abfragen auch gar nicht beantwortet kriegen. Denn Changeling lebt ja davon, dass man nicht weiß. Oder so auch. Ja, ja, tatsächlich. Ja, gut. Achso, ich glaube, das kam in der Folge schon vor. Ich bin mir sogar... Ja, das kam auf jeden Fall schon vor. Ich habe nicht den Fehler gemacht, Sophie über David zu stellen. Zum Beispiel vom Stand her jetzt. So wie ich es angedeutet habe. Keine Sorge. Ich hielte das für sehr dumm. Ich habe versucht, da sie ja beide Epik wollten, beide Charaktere entsprechend auszurüsten. Und Sophie wird nicht die Rolle irgendeiner titulierten Kuh einnehmen, während David am Arsch ist. Keine Sorge. Nee, gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch Schluss für heute. Ich glaube, das war prinzipiell alles. Oder so.